Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Nachhaltigkeitsgesellschaft hier im Bürgerbildungszentrum Amadeo Antonio. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und ich freue mich, dass unser Referent, Herr Jörg Sommer, heute hier ist. Zunächst, bevor wir so richtig anfangen, wollte ich mal fragen, ob Sie sich nicht vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne trauen, also vor allem die, die relativ weit hinten sitzen, weil der Saal ist ja noch nicht ganz gefüllt. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie also gerne noch ein bisschen weiter nach vorne. Da wir heute zum ersten Mal bei der Stadt zu Gast sind und das eine gemeinsame Veranstaltung ist, der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, der Stadt Eberswalde und der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg, wird jetzt auch angesichts des Themas der stellvertretende Bürgermeister Herr Wieler-Gatzlaff ein Großwort halten. Anschließend wird Professor Farson als Präsident der Hochschule ein Großwort halten und dann starten wir durch mit dem Vortrag von Jörg Sommer. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Thunicke, liebe an Nachhaltigkeit Interessierte. Sie haben gehört, Gemeinschaftsveranstaltung mit der Stadt. Sie wissen, dass die Stadt sehr froh ist, dass es die Hochschule in dieser Stadt gibt, weil sie die Stadt belebt, weil sie auch Impulse gibt, auch zum Nachdenken zum Thema Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung. Das ist für Bürgermeister so, als ob man sich in die Höhle des Löwen traut oder ist quasi der Kommunal-TÜV, ob denn das jetzt so richtig funktioniert oder nicht. Wir hatten gerade im Vorgespräch so kurze Diskussionen, ob der Eberswalder Bürgerhaushalt denn ein Instrument ist, das auf Nachhaltigkeit angelegt ist. Für alle die, die das noch nicht kennen, Eberswalde unterscheidet sich beim Bürgerhaushalt von anderen Städten, bis auch vielleicht Senftenberg, oder? Müssen wir mal gucken, auf eine gewisse Art, dass wir tatsächlich die Bürger über ein Bürgerbudget abstimmen lassen und es dann keinen Finanzausschuss, keine Stadtverordnetenversammlung oder irgendjemand anderes gibt, dann sagt, machen wir aber doch nicht. Sondern das, was die Bürger entscheiden, mit 6 ganz einfachen Kriterien, das wird dann tatsächlich getan. Das funktioniert in einer Veranstaltung, die nennt sich Tag der Entscheidung. Und die Bürger kriegen 5 Stimmtaler in die Hand und dürfen mit den Stimmtalern abstimmen. Und ganz einfach für jeden Vorschlag eine Vase, die die meisten Stimmtaler hat, das wird zuerst realisiert, dann das zweitmeiste, das drittmeiste, viertmeiste, so lange bis das Budget von zurzeit 100.000 Euro aufgebraucht ist. Und diese 100.000 Euro, da hat man danach schon gleich den Punkt, an dem sich so richtig die Diskussion entzünden kann. Ein Haushalt von 65 Millionen, das ist das Haushaltsvolumen der Stadt Eberswalde jedes Jahr. Und dann entscheiden die Bürger nur über 100.000 Euro, ist denn das nachhaltig und ist das gerecht und ist das, ach, gibt ganz viele Attribute, die man denen anhängen kann oder eben nicht anhängen kann in den Bereichen. Und das wäre, glaube ich, dann auch schon eine ganz spannende Diskussion, das darüber zu diskutieren. Und wenn Sie Lust und Zeit haben, können wir das dann im Anschluss oder vielleicht auch in der Veranstaltung, das hängt davon ab, wie die Diskussion hier vorne laufen wird, gerne tun. Ich bin ganz gespannt, was es für eine Rückmeldung gibt auf die Eberswalder Bürgerbeteiligung. Wir machen das ja nicht nur beim Bürgerhaushalt, sondern wir tun das zum Beispiel beim Straßenbau. In Eberswalde werden Anliegerstraßen nur dann gebaut, wenn mindestens 50% der Anwohner zustimmen und die werden dann auch beteiligt, wie die Straße gebaut werden soll, natürlich auch, was sie dann kostet. Das wird dann immer manchmal so vergessen, dass das Ganze auch Geld kostet. Aber auch in anderen Bereichen glauben wir, dass wir in Bürgerbeteiligung groß sind und wir werden ja sehen, was der Kommunal-TÜV heute sagt, ob denn das so ist oder nicht, sei es Stadtentwicklungskonzept, das wir diskutiert haben, rein oder auch andere Veranstaltungen. In diesem Sinne wünsche ich uns einen gelungenen Abend, freue mich auf die Diskussionen, auf die Rückmeldungen und je nachdem, ob ich dann mit einem Lachen oder einem weinen Gesicht rausgehe, werden wir sehen, was die Stadt noch tun muss. Ja, vielen Dank, Herr Gatzler. Professor Faser. Ich glaube, ich kann das so von hier ohne Laut, ohne Mikro machen. Erstmal freue ich mich sehr, dass wir hier heute in einem Gebäude der Stadt sind. Das ist eine Veranstaltung Stadt, Böll, Stiftung und Hochschule gemeinsam. Und dass wir das jetzt hier, das Thema Bürgerbeteiligung im Bürgerzentrum machen, finde ich, ist ein ganz wunderbarer Rahmen, der das Zentrum wirklich so in seine Funktion reinschiebt, wo es hingehört. Das andere, ich bedanke mich ganz herzlich bei der Böll-Stiftung, dass Sie hier mit unermüdlicher Begeisterung diese Veranstaltung, diesen Dialog, diesen Trialog Stadt, Hochschule, Bürger, Böll-Stiftung, jetzt sind wir schon 4, werden immer mehr, dass Sie das begleitet. Und ich wollte mich bei dem Kollegen Pierre Ibisch, der das jetzt, ich weiß nicht, zum wievielten Mal, eigentlich 10-mal heute, also ist schon ein kleines Jubiläum. Beim 10. Mal sind wir hier
in dem Gebäude der Stadt, so lange hat es gedauert, dass wir das hier so durchführen konnten. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Ausführung von Herrn Sommer. Wir hatten uns im Vorfeld ja schon eben kurz unterhalten zum Thema Bürgerbeteiligung, auch zu anderen Beteiligungsformaten, wo plötzlich Verbände, wo Stakeholder, wo verschiedene NGOs Beteiligung beispielsweise bei Hochschulplanung und Forschungsplanung einfordern, mit welchen Konflikten, mit welchen Situationen das verbunden ist. Hier aber erstmal das Thema Bürgerbeteiligung und ich denke, na, wir gucken uns jetzt Herrn Gatzler nochmal an, vielleicht stehen Sie nochmal auf, zeigen Ihr Gesicht, damit okay. Wir jetzt ein Vorher und ein Nachher, okay. Ein Vorher und ein Nachher als direkten Indikator bei der Veranstaltung sehen. Ja, es war schon in den beiden Grußworten. Wir haben heute das Thema Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit. Als Böll-Stiftungsverbund beschäftigen wir uns gerade mit dem Thema Stand der repräsentativen Demokratie. Und da ist auch eine wichtige Säule, ist auch die Frage der Bürgerbeteiligung und das Verhältnis zwischen repräsentativer Demokratie und Bürgerbeteiligung. Wir beschäftigen uns aber auch zum Beispiel mit dem Wahlverhalten von Bürger und Bürgerinnen und warum sie nicht zur Wahl gehen. Und da hat ja Eberswalde auch traurige Rekorde aufgestellt bei der letzten Landtagswahl. Dann, aber heute Abend wollen wir uns ganz der Bürgerbeteiligung widmen. Und wir haben Jörg Sommer zu Gast, dessen letzte Publikation, vorne eine kleine Werbung, Kursbuch Bürgerbeteiligung. Und neben dem, dass Sie Autor sind, sind Sie Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung. Sie haben jetzt das Wort. Wir wollen diesmal das etwas anders machen für die, die häufiger da waren. Wir wollen dann gleich in die Diskussion gehen. Vielleicht ein paar kleine Kommentare von Pierre Igisch nach dem Beitrag von Herrn Sommer. Bitte schön. Der richtige gewesen sein. Ja. So, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, was ich hier heute Abend machen soll mit Ihnen. Die schönsten Stichworte haben mir meine beiden Grußwortgeber schon gestohlen. Als TÜV-Prüfer wurde ich jetzt gerade vereidigt, gegen meinen Willen. Also Sie brauchen keine Sorgen haben, ich werde heute kein Urteil über Ihre Bürgerbeteiligung abgeben. Vielleicht werden Sie aus dem, was ich sage und aus dem, was wir nachher in der Diskussion gemeinsam vielleicht das eine oder andere noch inspirierend mitnehmen, um ihre Beteiligung weiterzuentwickeln. Das ist möglich. Das liegt aber, und da sind wir schon bei einem Kern der Beteiligung, das liegt immer an dem Einzelnen, was er einbringt, das liegt an dem Einzelnen, was er mitnimmt. Nachhaltigkeit ist ja das große Leitthema dieser Reihe, Nachhaltigkeit und Beteiligung. Nachhaltigkeit und Partizipation ist das Thema, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Ich wurde gebeten, eine sehr kompakte Einführung zu machen, weil wir miteinander ins Gespräch kommen wollen. Das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich so eine Leib- und Magenvorlesung habe, Philosophie der Partizipation, 12 Unterrichtseinheiten mit Pausen. Werde ich Ihnen heute nicht zumuten. Ich werde es auch nicht versuchen zu komprimieren in 10 Minuten, weil das garantiert in die Hose gehen würde. Ich würde mich da lieber vielleicht nur mit einer einzigen Frage ein bisschen abarbeiten gemeinsam mit Ihnen. Sie werden aber merken, das ist eine Frage, die besteht im Grunde nur aus 5 Worten, aber die hat es in sich und die Antwort auf diese Fragen hat unter Umständen eine ganze Menge Folgen. Die Frage lautet, wer von Ihnen ist Demokrat? Sie dürfen ruhig die Hand heben, wenn Sie sich als Demokraten sehen. Ich frage jetzt nicht die, die nicht die Hand gehoben haben. Aber ich habe beim Handheben so ein bisschen so ein Zögern gemerkt. Da will ich jetzt nicht unterstellen, dass Sie sich nicht als Demokraten empfinden. Vielleicht wissen Sie es auch nicht genau. Vielleicht wissen Sie auch nicht, ob Sie und ich die gleiche Definition von Demokrat haben.
Vielleicht hat die Frage Sie auch so ein bisschen erschreckt. Vielleicht finden Sie es auch ungehörig, überhaupt diese Frage zu stellen, was ich auch schon häufig erlebt habe, weil sie ja auch eine Unterstellung implizieren könnte, dass man kein Demokrat sei. Wäre also vielleicht ganz spannend zu fragen, eigentlich, was ist Demokratie? Was glauben Sie, wie da die Antworten hier ausfallen würden in diesem Kreis? Würden die entschieden ausfallen? Würden die unsicher ausfallen? Würden sie unterschiedlich ausfallen? Ich merke Nicken, ich vermute es auch. Letzteres ist ziemlich sicher, dass wir sehr viel verschiedene Antworten dazu bekommen würden. Und da sind wir schon beim ersten Symptom einer Entwicklung, die wir eigentlich alle wahrnehmen zurzeit. Die Demokratie ist ja im Grunde die Essenz unserer Lebensform, unserer gesellschaftlichen Struktur. Und im Unterschied zu Diktaturen aller Couleur ist es eine ganz wesentliche, wenn auch nicht die einzige Voraussetzung für die freie Entfaltung des Menschen. Ich glaube, da haben wir einen ziemlichen Konsens. Wenn Demokratie aber für uns eigentlich ein so wichtiges Gut ist, und wir leben ja nun in einer Gesellschaft, die sich demokratisch nennt und sich auch sehr damit abmüht, Demokratie zu praktizieren, wenn wir in einer solchen Gesellschaft leben und wenn Demokratie ein so hohes Gut für uns ist, warum, frage ich mich immer, reden wir so wenig darüber? Warum setzen wir das eigentlich immer voraus? Warum praktizieren wir sie letztlich eigentlich bei uns, zumindest in unserem Lande, auch so wenig? Warum heißt Demokratie eigentlich in unserem Alltag für die Volljährigen oder zumindest in der Kommunalpolitik, ich weiß es nicht, in Brandenburg auch 16, das war ein Alter in der Kommunalpolitik, ja, für die über 16-Jährigen heißt das dann so alle paar Jahre mit einem Bleistift, was mich immer ein bisschen irritiert bei unseren Wahlen, muss ich sagen, mit einem Bleistift einen Zettel ausfüllen, Kreuzchen machen. Das ist eigentlich Demokratie, so wie wir sie bei uns praktizieren. Und diese Variante nennt sich ja parlamentarische Demokratie. Manche sagen repräsentative Demokratie. Ich sage dazu bequeme Demokratie. Diese Demokratie ist bequem. Die ist bequem eigentlich für uns alle. Alle paar Jahre wählen und dazwischen tüchtig schimpfen über die, die wir gewählt haben. Die dann versuchen, mehr oder weniger geschickt und gelungen den Wählerwillen umzusetzen. Das ist bequem für beide Seiten. Das ist für die Bürger bequem, das ist aber auch für die Politiker bequem. Und jetzt kommt das Neue in der Diskussion. Seit einigen Jahren beobachten wir in dieser, ich sag's mal, Koalition der Bequemlichkeit ein neues Phänomen. Die Bürger. Sie werden nämlich unbequem. Stichwort Stuttgart 21, die berühmten Wutbürger im Süden Deutschlands, sehr weit weg von Brandenburg. Ich muss gestehen, ich bin ein Schwabe, ich wohne da unten. Mein Sohn ist zweimal verhaftet worden in Stuttgart vom Bahnhof, also unsere Familie ist betroffen. Stuttgart 21 war so eine kleine Zäsur, die war so ein bisschen der Inbegriff dessen, dass der Bürger ganz fürchterlich unbequem werden kann. Und das ist das, was inzwischen manche verorten als eine Krise dieser repräsentativ bequemen Demokratie. Und die ist ein bisschen widersprüchlich in dieser Krise. Wir haben es gerade gehört, auf der einen Seite eine immer geringere Beteiligung an Wahlen. Eine echte Wahlmüdigkeit. Ich frage jetzt nicht, Sie können es auch nochmal sagen, nach der Quote bei der letzten Landtagswahl, für die Sie sich gerade haben, ein bisschen ansprechen lassen müssen. Also wir haben bei Wahlen, und das ist ja nicht nur hier in Eberswalde der Fall, das ist ja deutschlandweit, eine zunehmend geringere Wahlbeteiligung. Wir haben auf der anderen Seite aber manchmal geradezu explosionsartig wachsende Bürgerbewegungen. Meistens zu einem Thema, sehr häufig mit dieser NIMBY-Attitüde, also dieses Not in my backyard, wenn also ein Problem. Wir nehmen ein Beispiel, Stuttgart 21 war so eins, da ging es um einen Bahnhof, den viele nicht haben wollten. Eine sehr weit verbreitete Frage auf einer anderen politischen Flanke ist die Frage nach Asylbewerberheim. Da gibt es auch unter Umständen, es kann innerhalb von 24 Stunden kann sich da eine Bürgerinitiative gründen, wenn bekannt wird, dass sich da was tut. Das haben wir auch in ökologischen Fragen, das haben wir bei Industrieansiedlungen, das haben wir in sehr vielen Themen. Wir haben dann auf einmal Bürgerinnen und Bürger, die sich in einer vorher so nicht beobachteten Art und Weise engagieren, mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Zeit, auch mit sehr intensiver Beschäftigung mit dem Thema. Und gleichzeitig haben wir nach wie vor sinkende Wahlbeteiligungen. Und wer jetzt glaubt, dass zum Beispiel eine Bewegung wie Stuttgart 21, die ja zeitweise ein Drittel der Stuttgarter Bevölkerung auf die Straße getrieben hat, sich anschließend in eine höhere Wahlbeteiligung
umsetzt, der wäre auf dem Holzweg. Von alleine gibt es da keinen Zusammenhang. Und das bedeutet letztlich, unsere politischen Institutionen in Deutschland haben ein Akzeptanzproblem. Sie werden gewählt, sie werden legitimiert durch die Wahl, aber sie werden nur dann akzeptiert, ich sage es mal salopp, wenn sie nicht wehtun. Ja, wenn sie also schön das tun, was man von ihnen erwartet, aber nicht in Situationen kommen, wo sie mit den Bürgern eventuell in einen Konflikt kommen könnten. Das ist das, was man klassisch ein Akzeptanzproblem nennt. Die Antwort der repräsentativen, bequemen Demokratie ist die Idee, die Bürgerinnen und Bürger nicht nur bei Wahlen zu beteiligen, sondern auch dazwischen. Die Idee ist tatsächlich im Großen und Ganzen, und ich erlebe es fast täglich, wenn ich mit Politikern spreche, die ist aus der Not geboren. Also das Aufkommen, fast schon ein Trend der Bürgerbeteiligung, den man zurzeit erlebt, also googeln Sie mal den Begriff Bürgerbeteiligung. Ich weiß nicht, wer das mal gemacht hat. Das ist also, Sie haben täglich unendliche Beteiligungsverfahren in Deutschland. Ja, da gibt es Konstruktive, die über einen Bürgerhaushalt versuchen, die Bürgerinnen und Bürger einzubringen. Meistens sind es andere Themen, meistens sind es schiefgelaufene politische Projekte, die dann in ein Bürgerbeteiligungsverfahren münden. Da werden wir nachher darüber sprechen, ob das wirklich Bürgerbeteiligung darstellt. Aber sie haben einen unheimlichen Trend zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zwischen den Wahlen. Und das hängt mit diesem Akzeptanzproblem damit zusammen. Unsere politischen Repräsentanten sind natürlich schon sehr kluge Menschen und sehr intelligente Menschen und merken, dass die Tatsache, dass man sich hinstellt und sagt, oh, ihr habt mich doch gewählt, heute in der Regel nicht mehr ausreicht, um unbequeme Dinge dann wirklich auch umsetzen zu können. Das führt dazu, dass die Beteiligung ganz en vogue ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, im Übrigen zunehmend auch, weil man erkannt hat, dass es nicht funktioniert bei den Vertreterinnen und Vertretern in der Wirtschaft. Das heißt also auch, große Investitionen werden in der Regel von Beteiligungsprojekten begleitet. Und dann kommen wir zu der Frage, ist diese Bürgerbeteiligung ein Stück weit aus der Not geboren, mangelnder Akzeptanz? Ist das eigentlich schon die Beteiligung, die wir Bürgerinnen und Bürger wirklich wollen? Bei der Gelegenheit lohnt es sich tatsächlich ein Stück weit auf die Motive zu schauen. Die Motive von Bürgerbeteiligung, ich habe sie gerade genannt, sind vielfältig. Sehr häufig wird genannt in solchen Verfahren seitens der Beteiliger vor allen Dingen die gerade schon erwähnte Akzeptanz. Akzeptanz ist sehr häufig das Kernmotiv und der Auslöser für ein Beteiligungsverfahren. Akzeptanz ist auch eine durchaus legitime Motivation für Beteiligungsverfahren. Akzeptanz ist aber bei weitem keine ausreichende Motivation. Wer Beteiligungsverfahren macht, nur um Akzeptanz in der Bürgerschaft für eine schon vorher getroffene Entscheidung zu finden, wird in diesem Beteiligungsverfahren mehr oder weniger scheitern. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen eigentlich einen sehr, sehr gesunden Instinkt haben, ob die Beteiligung, die ihnen angeboten wird, oder ob die Fragen, die ihnen in einer Beteiligung gestellt werden, ob die ernst gemeint sind, ob man die Antwort wirklich hören möchte, oder ob es darum geht, durch ein Beteiligungsverfahren mehr Akzeptanz für etwas zu bekommen, was ohnehin schon lange feststeht. Akzeptanzorientierte Verfahren, es gibt ja übrigens in Deutschland inzwischen ein ganzes Rudel von Dienstleistern, die darauf spezialisiert sind. Da können Sie Beteiligungsverfahren buchen, da garantieren die Ihnen das Ergebnis. Ja? Das ist so, wie wir alle bei politischen Umfragen kennen, da wird auch gern das Ergebnis mal mitbestellt. Das ist nun mal Angebot und Nachfrage, wir leben in einer freien Marktwirtschaft, das mag so sein, aber das sind natürlich dann Verfahren, die am Ende, und jetzt werde ich vielleicht ein bisschen böse, in so etwas enden wie den berühmten Kanzlerdialog unserer Bundeskanzlerin. Dieser Kanzlerdialog ist von A bis Z durchchoreografiert. Ja? Da gibt es eine Regie, das ist vorherbestimmt. Da werden die Bürgerinnen und Bürger ausgewählt und gebrieft. Da gibt es auch mal aus Versehen die eine oder andere Frage, die so nicht abgesprochen war. Das merkt man dann an der Reaktion, wenn das Antwortkärtchen fehlt. Ja. Das sind Verfahren, die, ich muss es wirklich sagen, sehr häufig von den beteiligten Institutionen, so im stillen Inneren, auch ein bisschen emotional gewünscht wird. Also man möchte schon beteiligen, aber man hat ja auch Angst vor dem, was passiert. Und deshalb boomt die Branche dieser akzeptanzorientierten Bestellbeteiligung. Sie boomt. Aber sie ist nicht das, was ich Beteiligung nenne. Es gibt noch eine weitere Dimension. Die Akzeptanz ist eine
Dimension. Eine zweite, ebenso legitime Dimension, die das erweitert, das ist die sogenannte Legitimierung. Ja, das sind die sogenannten legitimierenden Verfahren. Das kennt man ein Stück weit in so Planfeststellungsverfahren. Da ist es in Deutschland, sind wir in Deutschland eigentlich relativ weit, das ist im Gesetz sehr klar eingegossen. Da werden ob nun ein Wohngebiet oder ob ein Industriegebiet oder auch ob ein Naturschutzgebiet ausgewiesen werden soll, da gibt es im Verfahren festgelegte Phasen, wo die Pläne ausgelegt werden, wo es die Möglichkeit gibt, sich zu den Plänen zu artikulieren. In der Regel gibt es auch dann Bürgerforen, wo darüber diskutiert wird. Zweck dieser Verfahren ist im Grunde zu sagen, die Endentscheidung ist in einem Prozess zustande gekommen, der legitimiert. Das ist auch eine durchaus akzeptable Voraussetzung für Bürgerbeteiligung, aber auch das ist noch nicht das, was ein Beteiligungsverfahren wirklich ausreizen würde. Also Akzeptanz und Legitimierung, und es ist leider so, die übergroße Mehrheit der Verfahren, die ich in Deutschland beobachte, orientieren sich alleine auf diese beiden Aspekte. Auf Akzeptanz und auf Legitimation. Sie funktionieren in der Regel, entweder gibt es dann im Verfahren, wird Kritik laut am Verfahren, stellt man sehr häufig fest. Es gibt Teile der Bürgerschaft, die sich nicht mehr beteiligen wollen. Oder man zieht das Verfahren einigermaßen schmerzfrei durch, hat aber am Ende festgestellt, dass man die Konflikte damit nicht gelöst hat. Ja? Das Verfahren ist beendet, ein Ergebnis ist legitimiert und man glaubt, es wird akzeptiert, aber auf einmal gibt es eben doch Bürgerinnen und Bürger. Dann kann man häufig auf Seiten der Beteiliger gar nicht verstehen, wie sowas zustande kommt. Und das liegt daran, dass man sich im Verfahren ein bisschen zu zweidimensional verhalten hat und zwei andere der vier wichtigen Dimensionen von Bürgerbeteiligung nicht im Fokus hatte. Und dann kommen wir zur dritten dieser vier Dimensionen, die dritte Dimension, und da höre ich immer das meiste Zucken, wenn ich mit Beteiligern spreche. Das ist die Qualität. Ich kenne eigentlich kein einziges gelungenes Beteiligungsverfahren, in dem nicht im Verlauf des Verfahrens aus der Bürgerschaft heraus Vorschläge entstanden, die die Qualität des Endergebnisses deutlich verbessert haben. Das scheint erstmal ein Widerspruch zu sein, denn es gibt ja die Politiker, die sind Profis, die haben sich in der Regel was gedacht bei dem, was sie vorhaben. Es gibt die Wissenschaft, die hochkompetent ist und die in der Regel natürlich auch ihre Kompetenz gerne und nicht irgendwie parteiisch einbringt. Und trotzdem habe ich da unten dann in dem Verfahren einen Haufen Bürgerinnen und Bürger sitzen, da sind welche dabei, die haben den Volksschulabschluss und nicht mehr. Und da kommen in dem Verfahren Ideen, Anregungen, Nachfragen, häufig sind es nur Fragen, die dann auf einmal auf Seiten der zum Beispiel Wissenschaftsexperten nochmal ein Nachdenken auslösen und ein Verfolgen eines neuen Pfades, und am Ende stellt man fest, ja, das ist doch eigentlich die Lösung. Das ist ja häufig eine Lösung, die keiner der Beteiligten vorher so in seiner Schublade hat. Und genau das macht ein gelingendes Bürgerbeteiligungsverfahren aus, dass man offen ist für ein solches qualitatives Element. Und um es ketzerisch zu sagen, wer nicht eine Qualitätsverbesserung im Verfahren erwartet, braucht auch kein Beteiligungsverfahren zu machen. Es geht darum, dass Bürgerbeteiligungsverfahren neben Akzeptanz und Legitimierung tatsächlich Qualität verbessern können, nicht automatisch tun. Das hängt dann damit zusammen, zum Beispiel, ob man das Verfahren ergebnisoffen praktiziert oder nicht. Ob man in dem Verfahren als Beteiliger mit dem Gestus eines Zuhörenden reingeht. Ich war jetzt am Samstag in Berlin auf einem ganztägigen Beteiligungsverfahren der Endlagerkommission des Deutschen Bundestages, der ich das nicht vergnügungssteuerpflichtige Vergnügen habe, anzugehören. Die hat einen großen Bürgerdialog veranstaltet über die Frage Endlagersuche, wie muss der gestaltet sein, wie muss die gestaltet sein, so dass wir eben tatsächlich auch am Ende des Tages eine Akzeptanz in der Bevölkerung haben. Da hat man Fokusgruppen gemacht, kleine Gruppen, hat gesagt, man nimmt immer ein oder zwei Kommissionsmitglieder rein, damit die wirklich mit den Bürgern in Diskussion kommen. Und in der Fokusgruppe, in der ich war zum Beispiel, da hat mein Kollege aus der Kommission mal kurzerhand 60% der Redezeit bestritten. Dass der vor lauter Reden nicht zum Zuhören kam. Das habe ich dann nachher gemerkt, als er zu mir sagte und mich zu mir kam und fragte, wie war das Ergebnis? Stimmt, da war nicht irgendwie ein interessanter Vorschlag dabei. Jetzt sage ich, hier, 16 Vorschläge habe ich auf meinem Zettel. Der Unterschied zwischen mir und dir ist, ich habe mitgeschrieben und du hast geredet. Ja, wenn man natürlich mit dem Gestus reingeht, dass man versucht, in die Bürgerbeteiligung sehr viel rein zu kommunizieren und nicht offen ist für das Mitnehmen, dann hat man auch keine Chance, Qualität in einem Beteiligungsverfahren zu haben. Deshalb ist das Qualitätselement etwas ganz Zentrales. Deshalb
sage ich das immer, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die über ein Beteiligungsverfahren nachdenken, ihr müsst das Verfahren auf Qualität ausrichten. Das muss euer Ziel sein. Die Formate müssen so ausgerichtet sein. Den Input, den ihr ohne Zweifel geben müsst, der muss so offen sein, dass er anregt zu einer Auseinandersetzung. Zu einer Auseinandersetzung mit der Frage, wie kann ich das Ergebnis verbessern? Nicht, wie kann ich als Bürger ein Ergebnis verhindern, von dem ich das Gefühl habe, das ist vorgegeben. Das ist was anderes. Das ist nicht Beteiligung, das ist Verhandeln. Ja. Also diese Qualitätssicherung als Aspekt, ein Bürgerbeteiligungsverfahren als Verfahren zur Verbesserung von Qualität zu sehen, ist eine ganz wichtige dritte Dimension von Bürgerbeteiligung. Und auch das ist etwas, was ein Verfahren zwar gelingender machen kann, aber meiner Meinung, und ich gebe gerne zu, dass wir bei der vierten Dimension bei einer sind, die nicht unbedingt Stand der gesamtwissenschaftlichen Diskussion ist, aber ich habe ja auch ein Recht auf eine eigene Meinung, ist noch eine vierte Dimension, die ich persönlich für ganz zentral und wichtig halte, weil sie aus ethischen Gründen meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft im Mittelpunkt stehen sollte und weil ich gelernt habe, dass Verfahren, die diese vierte Dimension berücksichtigen, immer gelingen. Und das ist der emanzipatorische Auftrag einer Bürgerbeteiligung. Emanzipation deswegen, weil er die Bürgerinnen und Bürger von einem Objekt des politischen Handelns zu einem Subjekt des politischen Handelns. Emanzipation deshalb, weil ich festgestellt habe, dass wenn sich unter dem im Kreis der Beteiliger, das ist ja häufig nicht nur einer, das ist auch manchmal eine homogene Gruppe, das ist ja vielleicht mal ein Gemeinderat, der ja auch nicht nur aus einer Fraktion besteht, das ist ein Parlament, das sind unter Umständen Gruppen, die vielleicht auch unterschiedliche Ziele vertreten. Wenn im Kreis der Beteiliger klar ist, dass es nicht ein Kollateralschaden eines Beteiligungsverfahrens ist, wenn die Bürger politischer werden, sondern dass das mit ein Zweck eines Verfahrens ist, dass die Bürger politischer werden und sich mit Themen auseinandersetzen zwischen diesen Kreuzen alle 4 Jahre. Wenn ich das wirklich möchte, nicht wenn ich es in Kauf nehme, sondern wenn ich es wirklich möchte, dann wird dieses Verfahren allein deshalb erfolgreich sein, weil ich dann auf einmal zum Beispiel Konflikte, die in einem solchen Verfahren aufkommen, nicht mehr als Problem sehe, sondern als Chance. Dass ich Dispute und Diskurse nicht mehr als Verzögerung sehe, Verlängerung eines von mir vorgegebenen Zeitrahmens, als wegzumoderierende Aufgabe sehe, sondern als genau der Punkt, wo sich in einem Diskurs mit unterschiedlichen Meinungen auch Meinung bildet und auch Menschen mit einem Thema beschäftigen, auf eine Art und Weise, die nicht mehr nur eine schnelle Meinungsbildung bin dafür, bin dagegen ist, sondern ein Reflektieren, ein Diskutieren und sich mit untereinander auseinandersetzen und sich auch ein Auseinandersetzen mit den Menschen, die sie zum Beispiel gewählt haben. Wenn das als Werthaltigkeit eines solchen Verfahrens gilt, wenn das wirklich im Zentrum eines solchen Verfahrens steht, dann kann ein solches Verfahren im Grunde auch nicht mehr wirklich schief laufen, weil ich alle Formate daran ausrichte, dass die Bürgerinnen und Bürger mit uns und unter sich in einen durchaus auch mal kontroversen Diskurs kommen. Das ist also etwas, von dem ich sage, ich weiß, dass in vielen Bereichen, muss ich gestehen, im Übrigen lange nicht nur bei konservativen Veranstaltern, das ist so durch die Banken, ich erlebe das voll sehr häufig bei Parlamentariern, dass die schon ein großes Zucken haben, wenn ich sage, emanzipatorischer Ansatz von Bürgerbeteiligung, weil, sind wir ehrlich, ganz, ganz häufig die Bürgerbeteiligung als Problemlösung für Probleme gesehen wird, die über die klassische Legitimierung eines gewählten Abgeordneten oder eines gewählten Parlaments nicht mehr funktioniert. Aber das muss ich nicht widersprechen, wenn ich feststelle, ich habe hier Themen, die mit der klassisch bequem repräsentativen Demokratie nicht mehr akzeptanzmäßig zu klären sind und muss deshalb die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen, dann ist das in der Tat kein Problem. Es ist eine Chance und deshalb denke ich, mit diesem kulturellen Gestus in eine Bürgerbeteiligung zu gehen, das ist etwas, was die Beteiligung glaubhaft macht, was sie chancenreich macht, was sie überraschend macht, das gebe ich zu, was sie nicht schmerzfrei macht, es gibt keine schmerzfreie Bürgerbeteiligung, aber was sie chancenreich und gelingend macht. Und deshalb auch noch an die Adresse der zu beteiligenden Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, dass eine Renaissance unserer Demokratie nicht die Abschaffung von Repräsentativität und parlamentarischer Entscheidungsgewalt bedeutet, sondern eine stärkere, massivere, fordernde, engagierte, auch kritische Teilhabe zwischen den Wahltagen.
Und deshalb bin ich der Meinung, und das ist unsere aller Verpflichtung, es gibt keinen besseren Weg, die Demokratie zu erhalten, als an ihr teilzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gebe an den Pierre Ibisch für ein paar Kommentare. Ja, ganz herzlichen Dank, Jörg, für diese Ausführungen. Der Eberswalder Kommunal-TÜV, der hat nur noch nicht stattgefunden. Ich denke, wir kommen vielleicht auf diese kommunale Ebene noch einmal zurück in der Diskussion. Ich nehme an, dass die kommunalen Vertreter selbst vielleicht auch Fragen haben, was das praktisch bedeutet, was man anders machen könnte. Zunächst vielleicht noch mal ein paar allgemeine Reflexionen. Mir ist aufgefallen, jetzt auch im Vortrag noch einmal, dass natürlich Bürgerbeteiligung bislang ein reaktives Geschehen ist, was, glaube ich, verständlich ist, weil das diese frühe Phase der Renaissance der Demokratie ist. Also die Bürger reagieren als Wutbürger, betroffen darauf, dass sie in bestimmten Verfahren nicht ordentlich mitgenommen worden sind oder dass sie den Eindruck haben, mit bestimmten Bereichen nicht hinreichend mitentscheiden zu können. Also reaktiv eigentlich seitens der Bürger. Wir haben auch dann entsprechend die reaktive Bürgerbeteiligung seitens der Entscheidungsträger, die dann zu spät merken, das wäre aber gut gewesen, die reinzuholen und dann sozusagen im Nachhinein versuchen, Dinge zu legitimieren. Das ist sicherlich dann auch notwendigerweise so, dass wir im Moment diese Phase haben, dass die Bürgerbeteiligung vor allem verfahrensbezogen ist. Das ist etwas, was mich nicht interessiert. Wir haben diese Beispiele, Stuttgart 21, wir haben die Endlagerkommission, hast du genannt. Bürgerhaushalte sind konkrete kleine Verfahren, Bürgerhaushalte im Grunde schon so ein bisschen gestaltender, proaktiver. Und das ist eigentlich der Bereich, der mich am meisten interessiert. Wie kommen wir aus dem Reaktiven ins Proaktive? Und ich finde es spannend, sozusagen auch eigentlich Utopie der Renaissance, der Demokratie, die du da offenkundig aufziehen siehst, wo ich denke, gerade in der Nachhaltigkeit ist das ganz entscheidend. Also Nachhaltigkeit zum einen, nachhaltiges Funktionieren der Gesellschaft durch Bürgerbeteiligung, da haben wir den Bezug. Wir haben aber natürlich auch heute vielleicht das nochmal in anderer Hinsicht zu diskutieren. Die Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir es mit sehr vielen Krisen zu tun haben. Viele haben wir auch angesprochen in der Veranstaltung, das ist der Klimawandel, das sind die erneuerbaren Energien, das sind viele Probleme, Biodiversitätsverluste, aber auch kleinere Dinge natürlich, die uns in Atem halten, Ukraine, Krise, Griechenland, Euro und so weiter und so fort. Wir haben alle den Eindruck, die Welt wird komplexer, schneller, viele Krisen, die ineinander greifen und wir haben so manchmal den Eindruck, die Entscheidungsträger verlieren den Überblick, was auch Motivation sein könnte, dass die Bürger jetzt dazu zum Schluss kommen, müssen wir wohl selbst ran. Da interessiert mich, wie kann man das gestalten? Wie kann man das organisieren, dass diese unüberschaubare Komplexität, die auch eben wirklich informierte Leute überfordert, auch durch das explodierende Wissen, das eigentlich dazugehört. Wir haben dann häufig so Tendenzen der Expertokratie, was das Gegenteil natürlich darstellt von Bürgerbeteiligung. Die Bürger verzweifelt, weil sie verstehen vielleicht immer weniger, was die da oben machen. Und jetzt wird die Frage, können dann Bürger das besser, wenn sie beteiligt, proaktiv die Gesellschaft mitgestalten, neben der repräsentativen Demokratie? Also wie ist das als paralleler Prozess zu gestalten? Oder führt das so zu Kakophonie? Vielleicht in diesem Bereich würde ich ganz gerne anfangen mit der Diskussion. Bin ich. Es ist zum einen, glaube ich, schon in der Tat so, dass Formen wie dieser Bürgerhaushalt, hier als Beispiel, zu dem ich dann, wenn ich daran soll, gerne noch Kommunal-TÜV-Kommentar abgebe, der würde salopp heißen, bestanden mit Mängeln, keine Wiedervorführung nötig,
dann ist es tatsächlich so, wie ich vorher sagte, weil die Bürgerbeteiligung in der Regel als Problemlösungselement auftaucht, ist sie natürlich meistens schon mit ganz vielen Dingen behaftet, mit der ich sie ungern behaften würde. Bürgerbeteiligung als Mittel, um Demokratie zu entwickeln, sollte eigentlich davon ausgehen, im Grunde, du bist ja Ökologe, ist eigentlich die Beteiligung und der Parlamentarismus, das müsste man zusammen als Ökosystem betrachten. Ja? Und das tun wir nicht. Das tun wir bisher überhaupt nicht. Ja? Es geht darum, dass der Parlamentarier eingebettet ist, tatsächlich in Diskurssituationen mit Bürgerinnen und Bürgern und nicht in beliebigen Diskurssituationen, so Bürgersprechstunde oder ähnliches, sondern zu tatsächlichen Problemen, die er ja, und da lege ich Wert drauf, am Ende entscheiden muss. Es geht nicht darum, das ist zumindest meine Sicht der Dinge, es geht ja nicht darum, den Parlamentarier, der dafür gewählt wurde, auch Entscheidungen zu treffen, die eben nicht so ganz einfach im Gesamtkonsens der Bevölkerung entschieden werden können, am Ende des Tages zu treffen. Aber es geht darum, den einzubinden in ein diskursives Verfahren mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das findet viel zu wenig statt und das führt dann zu Entscheidungen, die oft sogar von Parlamentariern im besten Wissen und Gewissen getroffen werden. Aber dann merkwürdigerweise von den Bürgerinnen und Bürgern, in deren Interesse man geglaubt hat zu entscheiden, so überhaupt nicht gutiert werden. Und das ist diese Sprachlosigkeit, die zwischen Zivilgesellschaft und Politik existiert. Ja, und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo Bürgerbeteiligung eine Chance hat, auch das repräsentative demokratische System zu stärken und nicht zu schwächen. Darum geht es letztlich. Gerade nochmal nachgefragt. Also dann verstehe ich, du siehst diese Renaissance der Demokratie definitiv innerhalb des Systems der repräsentativen Demokratie. Das muss gestärkt werden, das muss besser gelebt werden. Es geht also nicht um ein Mehr von direkter Demokratie. Oder was ist da eigentlich der Unterschied? Na gut, da sind wir bei einem weiten Thema. Also ich persönlich, aber jetzt wirklich als Bürger dieses Landes, würde mir manchmal auch ein bisschen mehr direkte Demokratie wünschen. Finde ich, ist eine klasse Sache. Nur direkte Demokratie heißt ja erstmal nicht Diskurs, sondern heißt erstmal Entscheidung verlagern. Ja. Und wenn ich natürlich feststelle, also man hat zum Beispiel Stuttgart 21 oder am Ende des Tages nach einem langen Diskursprozess, den man ja teilweise live im Fernsehen verfolgen durfte, am Ende des Tages politisch akzeptabel abgeräumt durch direkte Demokratie. Durch eine Volksabstimmung in Baden-Württemberg. Ja. Nur, das Wahlverfahren alleine auf die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger auszudehnen, das ist noch nicht unbedingt etwas, was die Demokratie stärkt. Das wissen wir auch alle. Also wir wissen auch, dass bei bestimmten, die Frage ist immer, wer ist beteiligt? Also wenn ich in jeder Kommune eine Volksabstimmung machen würde über die Frage, nehmen wir Asylbewerber auf oder nicht, aber hallo, die Waldfee, ja? Dann hätten wir vielleicht auch bald ein Imageproblem, wie die Schweizer nach ihrer Abstimmung hatten. Ja? Das heißt, man kann nicht einfach direkte Demokratie als Ersatz für nicht mehr Akzeptanz von repräsentativ sehen, sondern für mich ist direkte Demokratie als ein Ergebnis von engagierter politischer Bürgerschaft. Und dann sind wir jetzt beim Thema Kommunalschiff, also ich komme ja heute nicht mehr ganz drum rum. Erstmal finde ich es wahnsinnig lobenswert und begrüßenswert, dass Sie so etwas machen. Weil es in der Tat, Sie haben vorher erzählt, wie die Schulabsolventen ihres Gymnasiums darum gerungen haben, sich, das ist noch nicht sehr politisch, gebe ich zu, aber sich ihre Schulabschlussfest zu finanzieren aus diesem Bürgerhaushalt. Die haben es wohl auch geschafft. Aber sie haben dabei natürlich eins gelernt, man muss diskutieren, man muss überzeugen, man muss engagiert für seine Interessen einstehen, da kann man was bewegen. Und das ist Emanzipation. Das ist jetzt vielleicht nicht die politischste aller Thematiken, die dahinter steckt. Aber es ist etwas. Und sie sagte gerade so salopp, die 2.500 Euro war uns das wert. Ja, sicherlich gibt es andere Sichtweisen, aber genau das ist ja das Spannende. Was ich aber besonders interessant finde und eigentlich, was Sie aus Ihrem Bürgerhaushalt noch machen könnten, das ist nicht allein am Ende dieser Abstimmungsprozess. Also ich habe jetzt da ein paar Taler und werfe die irgendwie rein. Das ist nicht die Entscheidung, weil das ist ja im Grunde schon in Form von direkter Demokratie, sondern das wirklich Zentrale ist der Diskurs, ist die Qualität, sagte ich ja vorher. Das ist die Auseinandersetzung, die Diskussion unter den Bürgerinnen und Bürgern. Wollen wir jetzt den Schülerinnen und Schülern ihr Abschlussfest finanzieren oder ist nicht vielleicht doch der Spielplatz hier ums Eck und seine Sanierung uns wichtiger? Darüber muss eine Debatte stattfinden. Das ist das, was politisiert. Nicht der Abstimmungsprozess alleine.
Deshalb sage ich, die Bürgerbeteiligung, das ist Bürgerbeteiligung, beteiligen an einer Debatte, an einem Diskurs, das würde ich in keinster Weise gegen direkte Demokratie sehen oder als Ersatz dafür. Es ist aber eine Bedingung. Direkte Demokratie ohne politische Bürgerinnen und Bürger mit einem Diskurs ist eine ganz gefährliche Veranstaltung. Ja, es gibt eine Frage aus dem Publikum. Wollen Sie gleich? Ja, gerne. Jürgen Peters, ich bin seit 15 Jahren im Sanierungsbeirat der Stadt Eberswalde und da sind wir genau in dieser Situation, die Sie auch beschrieben haben, in diesem Spannungsfeld zwischen politisch gewählten Vertretern, den Bauausschüssen, Stadtverordnetenversammlung, den Vertretern des Sanierungsgebietes, die sich zusammensetzen, zum Teil aus Laien, zum Teil aus Experten und der Verwaltung, wo natürlich auch Expertise da ist. Und die Schwierigkeit, die ich sehe, ist tatsächlich, wie schafft man es, eine sehr komplexe Materie, die auch sehr prozesshaft angelegt ist im Diskurs, also wenn es um Stadtentwicklungsfragen geht, dann geht es ja nicht um Ja-Nein, sondern um die Frage, wie gestaltet man ein Baugebiet oder ein Bauvorhaben. Und das geht zum Teil tatsächlich über Jahre. Stuttgart 21 hat sie als Beispiel genannt, das ist ja auch so ein klassisches Beispiel, wo sehr früh Entscheidungen oder Weichen gestellt worden sind und die Bürgerbeteiligung eigentlich viel zu spät eingesetzt hat. Wie schafft man es, über lange Zeiträume Bürgerbeteiligung zu organisieren? Und das setzt voraus, dass tatsächlich, da stimme ich auch voll zu, dass das politisch sozusagen gewollt ist, dass auch tatsächlich eine Offenheit von Entscheidungen gewollt sein muss. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig. Das ist auch sehr untypisch für Stadtplanung in ganz Deutschland. Ich beziehe mich jetzt gar nicht nur auf Eberswalde, sondern das kriege ich in ganz vielen anderen Städten ja auch mit. Dass da tatsächlich noch die Sichtweise vorherrscht, dass Bürgerbeteiligung auch etwas Gefährliches ist, was Vorhaben auch unkalkulierbar macht. Und glaube ich, das ist das größte Hemmnis. Und zum Zweiten, Bürgerbeteiligung setzt voraus, dass man Zeit und auch finanzielle Ressourcen in die Hand nimmt, weil das muss moderiert werden, ne? Diese Prozesse, die Sie beschrieben haben. Und das wäre jetzt auch meine Frage an Sie. Wie sehen Sie das? Das Gegenargument ist ja immer, es spart auch wieder an Kosten, an Reparaturkosten später. Aber im Grunde stelle ich im Moment fest, dass in Zeiten knapper öffentlicher Kassen eher gesagt wird, wir verzichten auf aufwendige Bürgerbeteiligungsprozesse, weil die tatsächlich sehr kostenintensiv sein können und versuchen lieber durch gute Informationen, da wird häufig dann auch tatsächlich Informationen von Bürgern verwechselt mit Beteiligung, die Sache gut zu kommunizieren. Das ist dann so der Begriff, dass man die Akzeptanz steigert. Aber das ist ja nicht das, was Sie meinen mit Bürgerbeteiligung. Es gibt sehr viele. Dann halte ich mich da mal vor. Es gibt sehr viele Vorurteile bei Bürgerbeteiligung. Sie ist teuer. Das Ergebnis ist riskant. Ja? Schmerzhaft. Sie ist etwas, was ein Verfahren in die Länge zieht. Ja? Und das sind alles Vorurteile, muss ich Ihnen sagen, die stimmen. Ja, also, es stimmt. Jeder dieser Faktoren stimmt. Und trotzdem ist Bürgerbeteiligung etwas, was ich Ihnen händeringend anraten würde, nicht darauf zu verzichten. Weil es ohne zu machen, hat auf der einen Seite jetzt als Verantwortlicher für ein Projekt eine ganze Menge Risiken. Und das Zweite ist etwas, Bürgerbeteiligung kann man lernen. Das ist sowieso ein lernendes Verfahren. Es ist immer ein Verfahren, wo man voneinander lernt. Und sowohl die Beteiliger lernen mit der Zeit sehr gut, wie kann man eine smarte Bürgerbeteiligung machen, die mit einem Maximum effizient unterwegs ist. Und auch die Bürgerinnen und Bürger lernen das. Sie müssen allerdings einige Dinge berücksichtigen. Und eines ist, Sie haben es vorher angesprochen, das ist eine ganz wichtige Sache, zu spät, zu früh. Das ist diese berühmte Schere. Ich habe meine Folie nicht dabei, meine Brücke. Ich versuche es mal so mit der Hand zu machen. Wenn Sie ein Beteiligungsverfahren haben, dann ist es so, dass das Interesse der Bürgerinnen und Bürger in der Regel am Anfang sehr weit unten ist. Und je länger das Verfahren dauert und je konkreter man zu irgendeiner Geschichte kommt, desto stärker steigt das Interesse. Stuttgart 21 ging das Interesse explosionsartig hoch, als der erste Bagger anrollte. Ja? Gleichzeitig haben Sie aber das Merkwürdige, dass die Einflussnahme auf einen Prozess genau umgekehrt ist.
Sie könnten als Bürger in der Regel ganz früh in einem Prozess, wo noch nichts festgeklopft ist, niemand ist beauftragt worden, es gibt nur Ideen, es gibt noch Alternativen, es gibt niemanden, der sich emotional in eine bestimmte Lösung verstrickt hat. Am Anfang können Sie unheimlich viel Einfluss nehmen. Nur das wissen Sie nicht, weil Sie sich ja noch nicht dafür interessieren, weil Sie auch noch nichts davon gehört haben. Und diese Einflussnahme wird im Prozess immer weniger und immer weniger und immer weniger. Ja? Und irgendwann stehen Sie vor der Situation, dass auf einmal ganz viele Bürger sich dafür interessieren, die aber nur noch ganz, ganz wenig Einfluss nehmen können. Und das sind dann die berühmten Konflikte, die man kennt. Und deshalb ist es nicht so, dass man die Bürgerbeteiligung zu spät macht, sondern das Problem ist, dass man Bürgerbeteiligung natürlich, das ist eine Bringschuld. Also die Bürgerbeteiligung, wenn man eine Bürgerbeteiligung macht, reicht das nicht aus. Und da haben Sie bestimmt auch schon Ihre Erlebnisse gehabt oder auch ein Bürgermeister. Man lädt ein, Bürgerbeteiligung zum Thema XY. Und keine Sau kommt. Und dann sagt man sich offensichtlich kein Interesse. Und dann fängt man an mit seinem Projekt und macht das weiter. Und irgendwann auf einmal gibt es Bürgerinnen und Bürger, und das ist ein ganz typisches Szenario, das haben sie in ganz vielen nicht gelingenden Beteiligungsverfahren, kommen auf einmal Bürgerinnen und Bürger und beschweren sich, warum beteiligt ihr uns nicht an der Thematik? Und dann steht man da als Verantwortlicher und sagt, wie, was, falscher Film? Wir haben es auch versucht. Ja, das ändert aber nichts daran, dass man zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Wahrnehmungshorizont war. Das heißt also, man muss, wenn man Beteiligung möchte, tatsächlich rausgehen und Beteiligte nicht nur wollen, sondern man muss die Bürgerinnen und Bürger sehr früh, da hatten wir das Thema Information. Ich sehe ja Information nicht als Alternative zur Beteiligung, sondern als Voraussetzung für Beteiligung. Ja, und diese Information muss sehr, sehr früh sein. Ein zweites Thema noch, was Sie angesprochen haben, was in der Tat wichtig ist, und Ihre Planungsverfahren sind, wenn wir ehrlich sind, noch recht harmlos vom Wissensstand, den man haben muss, im Verhältnis zu ganz anderen Problematiken. Wieder Stichwort letzten Samstag, Endlagersuche, Suche nach einem atomaren Endlager in Deutschland. Was glauben Sie, was man da an Wissenschafts- Also da bin ich auch überfordert. Ja, ich bin Gesellschaftswissenschaftler. Ja, ob nun in Salz oder Tongestein und mit welchen, wie viele Millionen Becquerel, wie viele Jahren Halbwertszeit, also das wird dann schon langsam sehr konfus für den normalen Bürger. Und da hat man natürlich schon die Aufgabe, und das kann nur der Beteiligende leisten, eine gewisse inhaltliche Augenhöhe herzustellen. Das ist ein Einfachverfahren so, dass man tatsächlich versucht, Dinge auch zu übersetzen in Allgemeinverständlichkeit. Und in der Kommunalpolitik wage ich ein Postulat: Wenn Sie es nicht allgemeinverständlich erklären können, haben Sie noch Ihre Hausaufgaben noch nicht ganz hundertprozentig gemacht. Ja? Es gibt in anderen Bereichen, wie das Beispiel gerade Endlagersuche, eine andere Problematik, da ist es so komplex, also das können Sie nicht mit drei Worten, vier Sätzen erklären. Ja? Da gibt es eine andere Alternative dazu, dass man tatsächlich den Bürgerinnen und Bürgern, die man beteiligt, die Möglichkeit gibt, Wissenschaftler selber zu befragen. Ihnen welche an die Seite stellt. Also diese Augenhöhe in solchen Verfahren herzustellen, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Das brauchen Sie, unterstelle ich mal, nicht unbedingt für Ihr Verfahren. Ich weiß, Sie nicken jetzt zögernd, Sie wissen, wie kompliziert die Thematik eines Planverfahrens ist. Ja, sind es dann Gestalter, Architekten oder so. Ja. Also das ist schon eine Thematik. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich wirklich die Frage, wenn Sie Qualität im Verfahren haben wollen, brauchen Sie eigentlich Bürgerinnen und Bürger, die sich über den längeren Prozess beteiligen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Da kann man natürlich niemanden verhaften. Es ist so, dass letztlich eine Beteiligung etwas sein muss, was Freiwilligkeit darstellt. Man muss in so einem Verfahren auch nur teilweise partizipieren können. Das ist eine ganz schwierige Sache in der Praxis, das weiß ich. Aber da kommt man nicht drum herum, vor allem, wenn Sie zum Beispiel junge Menschen beteiligen wollen. Ja? Sie können von einem jungen 16-Jährigen nicht verlangen, dass er sich auf ein Beteiligungsverfahren einlässt, das 3 Jahre Horizont hat. Also wir alle waren mal in dem Alter 3 Jahre zwischen 16 und 19, das ist aber eine verdammte Ewigkeit. Ja? Na, da haben Sie eine ganze Menge, und da haben Sie eine ganze Menge andere Themen. Also da müssen Sie für junge Menschen in solchen Verfahren andere Möglichkeiten bieten, sich auch ad hoc mal in diese Verfahren einzuklinken, mal in Form von einer eher kürzeren Beteiligung an einem Teilthema. Und Sie werden aber auch mit zunehmender Beschäftigung von Bürgerinnen und Bürgern feststellen, dass Bürgerinnen und Bürger manchmal sehr schnell zu Experten in einer Thematik werden können. Und sich dann gerne auch mal ausdauernd und sehr intensiv beteiligen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Expertise wird gefragt. So, es gibt eine weitere Wortmeldung. Ich hätte aber... Ich würde gerne dazwischen noch eine Frage stellen. Sie gehen eigentlich davon aus, dass das Interesse an der Beteiligung auf Seiten von Verantwortlichen
geblieben ist. Also so, ich mache jetzt mal ein Beispiel, was ich selber erlebt habe. Für die Planung einer großen Geflügelmastanlage ist natürlich im Planverfahren die Beteiligung vorgesehen. Es wird dann verschämt im Amtsblatt, dazu wird dann publiziert, dass die Unterlagen jetzt für die nächsten 4 Wochen ausliegen. Wenn Sie dann in das Amt gehen und zu den Unterlagen gucken, dann finden Sie dort 2 Leitsordner vor, in denen sozusagen als Bürger, ja, Sie gehen da als Bürger hin und Sie finden irgendwie, ich glaube, es waren 1 oder 2 Leitsordner, die voll gefüllt sind, irgendwie mit Unterlagen, die das Unternehmen mit wissenschaftlicher Expertise zusammen hat stellen lassen, weil es dazu verpflichtet ist im Planverfahren. Und dann sind Sie als Bürger gefragt und Sie haben die Möglichkeit, eine, wie heißt das jetzt genau, jetzt müssten Sie mir helfen, das genau, eine Einwendung zu schreiben, wenn Ihnen das nicht gefällt. Ja, und wenn Sie darin was finden, von dem Sie denken, dass Sie dazu was zu sagen haben. So, und wenn Sie die Einwendung geschrieben haben, wir haben insgesamt über 300 Einwendungen geschrieben, wenn Sie dann die Einwendung geschrieben haben, dann kommt es dazu, dass es eine Anhörung gibt. Und in dieser Anhörung sitzen Sie dann als Bürger, wir waren irgendwie so 40 ungefähr, wiederum ungefähr 40 Personen aus der Verwaltung gegenüber, die irgendwie versuchen, das, was sie jetzt da sozusagen in den Unterlagen dokumentiert haben, wie sie geplant haben, zu entschieden haben, dann zu rechtfertigen. Und sie selber sind irgendwie dabei, ihre Einwendung irgendwie wieder vor- und rückwärts irgendwie zu begründen, mal mit Anwalt, mal ohne Anwalt. Der Anwalt des Unternehmens sitzt auch mit dabei. So, ja. Ich glaube, das ist nicht das ideale Verfahren und das ist aber das Verfahren, was eigentlich vorgegeben ist. Und ich würde ganz gerne die Frage stellen, wie Sie sehen, dass wir aus diesem Verfahren heraus uns herausbewegen sollen, können. Also das kann man so machen, solche Verfahren. Das macht man auch so, aber dann bitteschön nennen Sie es nicht Beteiligung. Also wenn wir gerade diese 4 Dimensionen angeschaut haben, was ist das dann? Das hat nichts mit Qualität zu tun, das hat nichts mit Emanzipation zu tun, das ist das Gegenteil, das hat was mit Frustration zu tun. Ja? Und das hat auch nichts mit Akzeptanz zu tun, denn das muss man nicht glauben, dass man in eines solches Verfahrens einen von diesen Einwänden dann dazu bringt, dass man am Ende des Verfahrens einen der Beteiligten dazu bringt, etwas zu akzeptieren. Ja, das ist ein eindimensionales, nämlich auf Legitimation zielendes Beteiligungssurrogat, sonst ist das gar nichts. Ja, es ist leider gängige Praxis in vielen Verfahren, aber mit dem üblichen. Also ich bin entspannt, ich bin deshalb sehr entspannt, weil ich darauf setze, dass die Menschen, die das jetzt noch so praktizieren, irgendwann mal lernen, dass das so nicht funktioniert, weil das, was ich vorher skizziert habe, wird nämlich passieren. Oder hören Sie jetzt auf, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Nein, die werden, ich schätze mal, Sie und die anderen Einwender werden denen die Hölle Angst machen, wenn die da ihr Ding produzieren wollen. Und das ist das, was ich vorher sagte. Ich setze dann Teil ein Stück weit auch wirklich auf die Selbstheilungskraft unserer Demokratie, denn der bequem gewünschte Bürger ist so bequem nicht mehr. Der lässt sich das auf Dauer nicht gefallen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Ich habe einen in dieser Endlagerkommission, ich bin deshalb, weil ich am Samstag noch sehr schockiert war von dem, was da passiert, habe ich so einen Antagonisten, das ist der Herr Jäger vom RWE-Vorstand. Der ist natürlich, ich als Umweltstiftungsvorsitzender Öko, er als RWE-Vorstand, die sich 40 Jahre mit Atomenergie dumm und dämlich verdient haben. Wir sind natürlich so ein bisschen die Antagonisten in dieser Kommission. Und wir haben sehr viel immer über Beteiligung diskutiert. Und dass der jetzt auf den ersten Blick Beteiligung nicht so wahnsinnig sexy findet, kann man vielleicht sich so vorstellen. Nun ist es aber so, dass lustigerweise RWE vor einiger Zeit eine Studie veröffentlicht hat, kann man sich im Internet runterladen, nennt sich, glaube ich, Akzeptanz in Großverfahren. Ja, genau, so habe ich auch geguckt, als ich mir das angeschaut habe. Und da fing ich an, mir erst eine Seite gelb anzustreichen, dann noch eine und noch eine und stelle fest, die sind inzwischen schon viel, viel weiter. Die haben tatsächlich zum Beispiel am Ende ihrer Studie, ich habe es 3-mal gelesen, denn ich habe es nicht geglaubt, genau das formuliert, solche Planverfahren, wie Sie es gerade skizziert haben, die noch gang und gäbe sind,
sind völlig überlebt und müssen grundlegend verändert werden, weil die Bürger beteiligt werden müssen, sonst bekommt man am Ende das nicht, was sie wollen, Akzeptanz. Ja, also mit der zweiten Dimension argumentiert bereits, hört das da auf. Wie ich sagte, das, was Sie geschildert haben, ist ein eindimensionales Beteiligungssurrogat und das hat sich überlebt. Und die, selbst RWE und zum Beispiel die anderen großen Konzerne in Deutschland lobbyieren gerade, das können sie ja gut, lobbyieren gerade in der Politik dafür, dass diese Verfahren deutlich, auch zeitlich lustigerweise ausgeweitet werden. Das hat mich auch sehr überrascht, weil ich kenne die Industrie eigentlich immer nur so, dass sie sagt, die Verfahren dauern alle viel zu lange, ratzfatz. Werden wir noch bei uns die zweite Genehmigung einreichen und fangen in Italien schon an zu bauen. Also diese Argumentation kennt man. Nein, die sind inzwischen so weit, dass sie sagen, sie können die Bürgerinnen und Bürger damit nicht abspeisen, weil sie haben dann ein schönes Verfahren gehabt, aber sie haben die Proteste nachher trotzdem an der Backe. Sie hatten sich gemeldet. Ja, mein Name ist Markus Reinke und Sie haben jetzt schon öfters die Atommüllkommission erwähnt. Eigentlich wollte ich Sie fragen, ob Sie das für ein gelungenes Verfahren halten. Jetzt haben Sie das schon beantwortet. Ich wollte erst mal fragen, wer von Ihnen hat denn davon gehört, dass am Samstag diese Bürgerbeteiligung war für die Atommüllkommission? Wer von Ihnen hat davon gehört? Also ich denke, das... Eins, zwei. Ich denke, ein gelungenes Verfahren, wo es um so ein wichtiges Thema geht, wo unser Atommüll sozusagen für die nächsten Hunderttausende von Jahren gelagert werden sollte, hat, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit verdient, damit die Bürger da auch wirklich dran beteiligt werden können. Und, also ich habe am Samstag noch Kontakt gehabt zu einer Gruppe von Schülern, die an dieser Bürgerbefragung teilgenommen haben. Die haben geschildert, dass sie überfordert waren. Die haben geschildert, dass sie es total langweilig fanden. Die haben geschildert, dass ihre Eingaben wenig beachtet wurden. Und die haben auch geschildert, dass appelliert wurde, dass die Beteiligten irgendwie ihre eigene Meinung wiedergeben sollen und nicht die ihres Konzerns irgendwie. Also meine Frage ist jetzt vielleicht eher dann, warum sie sich an diesem Verfahren noch beteiligen irgendwie. Also wenn sozusagen die Bürger eigentlich gar nicht wirklich gefragt werden. Und ein Satz vielleicht noch, was ich gehört habe, ist, das eigentliche Ziel dieser Kommission war ja eigentlich auch, so einen grundlegenden Kompromiss zu finden, dass diese Auseinandersetzung, die es jetzt um Gorleben schon 30 Jahre gab, irgendwie vielleicht nicht mehr notwendig sind und dass die, dass irgendwie so ein Großteil der Bevölkerung irgendwie das akzeptiert dann am Ende dieses Endlager. Aber ich glaube nicht, dass das Ziel mit dieser Kommission erreicht werden kann. Also meine Frage, warum beteiligen Sie sich noch daran? Ja, gern. Ich beteilige vielleicht gleich am Anfang. Ich beteilige mich an diesem Verfahren nicht noch, sondern im Sinne dieser Schere, die ich da vorher gezeigt habe, schon. Wir stehen da am Anfang eines Verfahrens. Am Anfang eines Verfahrens, dessen Ende wir vielleicht gar nicht mehr erleben werden. Wir reden jetzt davon, dass ein Endlager in Deutschland nicht vor 2050 kommen wird. Wir entwickeln in dieser Kommission in einem sehr dissensbelasteten Verfahren, Sie haben gerade so Vorgeschichten mit Gorleben angesprochen. Wir entwickeln Ideen, wie man ein solches Verfahren, über wir reden jetzt mindestens zwei Generationen hinweg, das ist da die Herausforderung, die ist kein Vergleich mit jeder Art von Beteiligungsverfahren, die es bisher in Deutschland gegeben hat. Mit einem, wie wir über mehrere Generationen hinweg eine Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern am Ende natürlich auch in Regionen, die irgendwann mal in Frage kommen, weil bis jetzt sind wir ja noch auf im luftleeren Raum unterwegs. Es wird irgendwann mal Regionen geben und dann hier im Sinne dieser Betroffenheitskurve, wenn mal irgendwann eine Liste von 8 Regionen in Deutschland da ist, auf der steht, ihr könntet vielleicht eventuell mal in den Genuss eines solchen Endlagers kommen, dann bin ich mir ganz sicher, steigt natürlich der Aufmerksamkeitswert. Ja, jetzt sind wir noch in der Situation, dass es auf Deutsch sozusagen nur eine, kein Schwein interessiert. Eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die sich schon lange in der Anti-AKW-Bewegung engagieren, interessiert es, ein paar Fachleute interessiert es, in den Medien interessiert es, ein einziger Zeitungsartikel ist erschienen zu diesen Dingen und nicht deshalb, weil die Presse nicht eingeladen war. Wenn Sie heute mit einem Journalisten sprechen, Endlager so gesagt, ja, wieso, das hat er noch 20 Jahre Zeit, bis wir uns damit beschäftigen. Sagen Sie mir mal, wo Sie es hinhaben wollen, dann berichten wir, weil dann haben wir Konflikt. Ja, wir sind da ganz am Anfang eines Verfahrens und an dem Samstag ist nämlich Folgendes passiert und das muss ich sagen, das finde ich gut, mal abgesehen davon, dass es stimmt, dass es immer schwierig ist, wenn Sie Wirtschaftslobbyisten und Schülern an einen Tisch sitzen, weil das ist keine Augenhöhe, von der wir gerade gesprochen haben. Ja.
war das, dass diese Kommission da ihre ersten Ideen für dieses Beteiligungsverfahren über Generationen hinweg vorgestellt hat und die diskutiert haben wollte. Und das halte ich für einen richtigen Ansatz. Und deshalb beteilige ich mich, ich sage es nochmal, schon jetzt am Verfahren, damit ich nachher nicht einer von denen bin, die irgendwann mal gucken, wenn meine Betroffenheit hochgegangen ist, aber der Einfluss nicht mehr da ist. Jetzt kann man das Verfahren noch steuern. Jetzt gibt es noch Möglichkeiten einzuwirken. Ja, das ist der Grund, warum man sich jetzt bereits beteiligt. Aber das ist, wie gesagt, diese Kommission, ich könnte natürlich stundenlang darüber referieren, aber diese Kommission hat eine gewisse Singularität, weil wir hier nicht ein Problem haben, dass wir in einem, auch nur für einen der Beteiligten, inklusive meiner Person, überschaubaren Zeitraum eine Lösung finden werden. Ja. Kann ich nur kurz nachfragen, wie soll doch Ende des Jahres schon eine Entscheidung fällen, diese Kommission? Nein. Die Kommission fällt gar keine Entscheidung. Diese Kommission hat eine einzige Aufgabe, die wird auch diesen Prozess nicht organisieren, die wird Ende des Jahres bzw. Mitte nächsten Jahres aufhören, das steht. Ja, mit einer Empfehlung an den Bundestag, wo sie sagt, so können wir uns so ein Beteiligungsverfahren über viele, viele, viele Stufen hinweg vorstellen. Das ist das Ergebnis. Die Kommission entscheidet über keinen Standort, die wird auch nicht sagen, wir haben jetzt Bürger beteiligt und alles ist gut, darum geht es gar nicht, sondern diese Kommission soll eigentlich einen Neustart in diese Endlage. Das ist der Hintergrund. Noch Fragen zur Kommission oder zu anderen Formen von Beteiligung? Es gibt jetzt zwei, drei. Wir fangen hier an. Herr Will, fangen Sie zuerst an. Wir sind von vorne. Ja, Martin Will, ich arbeite an der HNE. Und ich hätte zwei Fragen. Wie sehen Sie, wo Deutschland mit Ihren partizipativen Verfahren im internationalen Vergleich steht? Viele von den Methoden, den USA, Niederlande, in Dänemark gibt es auch viele Verfahren. In Intensität und Qualität, ist Deutschland da Vorreiter aus Ihrer Sicht? Und die zweite Frage wäre, wenn wir auf die europäische Ebene der entscheidungspolitischen Entscheidungsfindung gehen. Sehen Sie Möglichkeiten, dass es auf dieser Ebene auch Bürgerbeteiligung geben kann? Europäisches Bürgertum oder Aktivität, welche Rolle könnten moderne, neue Technologien da spielen? Oder ja, in diese Richtung wäre ich interessiert, Ihre Meinung zu hören. Dann würde ich vielleicht ganz kurz zu diesem Thema was sagen. Das macht, glaube ich, da mehr Sinn, sonst zerfasern wir. Das ist ganz schwierig zu sagen, auch ist auch immer eine Frage der Definition. Ich meine, wie gesagt, kürzlich in der Schweiz und da haben wir den Schweizern vorgeschwärmt, wie weit die schon in der direkten Demokratie sind. Und da haben die zu uns gesagt, ja, das sind wir schon, aber im Bereich Partizipation sind wir noch nicht so weit, da gucken wir nach Deutschland. Ja. Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel tatsächlich in den USA, vor allen Dingen ursprünglich entstanden in Kalifornien, viele Ideen, inklusive dieses Bürgerhaushalts meines Wissens. Da würde ich mich jetzt aber nicht final für verhaften lassen, aber viele Ideen dieser Community-Diskussion, wie wollen wir unsere Community entwickeln, wurden tatsächlich viele Formate, das finden wir, ne, also viele Einzelformate von World Cafe bis sonst was sind, da in diesem Kontext entstanden. In der kommunalen Beteiligung gibt es in den USA tatsächlich eine längere Tradition als bei uns, interessanterweise. Ja, so zur europäischen Beteiligung. Wir haben gerade gesagt, lange Prozesse. Die Frage, wie lässt man sich darauf ein? Es ist natürlich schwierig, sich jetzt auf der Ebene, sag ich mal, europäische Beteiligung würde dann so richtig Sinn machen, wenn man auch Europäer aus unterschiedlichen Ländern zusammenbringt. Das ist aber natürlich tatsächlich unter Umständen ein logistisches Problem. Die Idee, die ich bisher aber auch nur in Ansätzen kenne, zu sagen, zu bestimmten Themen in Europa organisieren wir in den einzelnen Ländern parallele Beteiligungssituationen. Die wird in der Tat diskutiert, aber wir müssen natürlich auch wissen, die Europäische Union ist sowieso eine Institution, die nicht so wahnsinnig nah an den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort in ihrer Lebenswirklichkeit ist, wo sie zunehmend mehr Einfluss darauf hat. Ja, ich würde das für eine faszinierende Idee halten, mal zu bestimmten Themen
parallele und dann auch synergetische, ineinandergreifende und sich auch irgendwo an der Stelle mal verschränkende Beteiligungsprozesse in den Mitgliedsländern zu organisieren, wobei wir auch wissen müssen, es gibt nicht wenige Länder in der Europäischen Union, da ist Beteiligung, Partizipation, aber sowas von überhaupt kein Thema. Also die Idee ist gut, ich sehe momentan keine Umsetzung, konkrete Umsetzung am Horizont. Angesprochen, es geht da vor allen Dingen um Partizipation, diskursive Prozesse und genau das findet nicht statt. Es findet lediglich eine Entscheidung statt, ein Abstimmen. Und das bedeutet, dass die, die am meisten mobilisieren können, also zum Beispiel Sportvereine mit großen Mitgliederstärken, die kriegen dann die Taler und die anderen, denen es eigentlich wirklich um langfristige Sachen geht, Stadtentwicklung, die kriegen die nicht. Also insofern ist der Bürgerhaushalt hat einen sehr beschränkten Einfluss bezüglich Partizipation. Das ist das, was ich vorhin sagte, durch den TÜV mit leichten Mängeln. So aus meiner Sicht jetzt heraus würde ich empfehlen, diese Abstimmung, die völlig d'accord ist, ne? Man muss ja auch Entscheidungen treffen am Ende des Tages, ne? Aber der eine inhaltliche Diskussion vorzuschalten, würde ich für sehr spannend halten und würde, glaube ich, auch akzeptiert werden. Dann würde mich interessieren, wie wir die 122 Vorschläge vom letzten Jahr inhaltlich diskutieren wollen. Ja, da gibt es eine Menge Methoden, weil natürlich auch in vielen Bürgerbeteiligungsbereichen es ja nicht nur um die eine zentrale Frage geht. Sie können Pakete machen, es ist in der Regel so, dass Menschen sich für einen bestimmten Teilbereich eher interessieren. Sie können das in Gruppen machen, sie können eine Phase haben, wo die sich vorstellen können und dann Fragen beantworten. Das kann man auch im Internet gestützt machen, zum Beispiel, dass die sich präsentieren. Also ich kenne so eine Situation, kennen Sie diese Hamburger Bürgerstiftung? Die machen sowas Ähnliches auf eine andere Art und Weise. Es ist eine Stiftung, die sammelt das Ganze her über Geld, von Tombola bis sonst was. Und die Bürgerinnen und Bürger, beziehungsweise die Mitglieder dieser Struktur, treffen sich, das nennt sich, glaube ich, Stifterforum oder so ähnlich, einmal im Jahr und dann präsentieren sich da die Projekte, die Geld haben wollen und dann entscheiden die darüber. Die diskutieren darüber und dann entscheiden die, welches Projekt wie viel bekommt. Und die bereiten das auch vor über so eine Internetseite, wo also die Projekte sich vorstellen, wo man Fragen an die Projekte loswerden kann, die dann auch schon in einem Vorverfahren online beantworten, sodass jeder sehen kann, da findet eine Replik, ein Diskurs statt zwischen denen, die was haben wollen oder für etwas bestimmtes Geld sammeln wollen und jenen, die sich da interessieren. Und dann denke ich, kann man da sehr, sehr wohl Diskussionsprozesse machen. Sie können es am Ende, sage ich ja auch, nicht alles im Konsens entscheiden. Das Abstimmungsverfahren mit Ihrem Taler halte ich für richtig spannend, ist in Ordnung. Aber das Vorschalten einer inhaltlichen Debatte und eines Ringens, sich auch auseinandersetzen damit, ist mit Sicherheit empfehlenswert und machbar. Ich kann Ihnen dann gerne auch noch konkret Tipps geben, aber ich glaube, jetzt hier die unmittelbare Beratung im großen Kreis zu machen, ist wahrscheinlich nicht ganz zielorientiert. Wir haben ja auch noch eine Wortmeldung. Ja. Sie hatten sich schon gemeldet. Sebastian Sommer, schon mein Name meldet. Ja. Danke. Also ich beschäftige mich auch schon länger mit der Form der Bürgerbeteiligung beziehungsweise auch der Form der direkten Demokratie, jetzt auch eher hobbymäßig, aber auch aus vielen idealistischen Zielen und Visionen heraus. Und als erstes möchte ich erstmal meinen Gedanken loswerden oder beziehungsweise zu Ihrer Meinung, dass Bürgerbeteiligung in Form der oder im Bestand der repräsentativen Demokratie ein Zukunftsmodell ist beziehungsweise Bestand haben könnte, teile ich nicht. Ich denke, langfristig gesehen kann nur die Form der direkten Demokratie im Zusammenhang mit einem verantwortungsvollen Individuum beziehungsweise einem verantwortungsvollen Bürger die Zukunft sein. Also wie Sie das jetzt ja beschrieben haben, wie Bürgerbeteiligung momentan ja praktisch kommuniziert wird, wie die Prozesse stattfinden, ist es ja immer irgendwie ein Konflikt mit dem politischen System und mit den einzelnen Interessen und den Bürgern, die
praktisch reaktionär und aus Wut heraus handeln. Ich denke, dass die Bürger langfristig in das politische System integriert werden müssen als Politiker, sodass die eigentlich Politiker, so wie wir sie heute kennen, nur noch eine Form der Verwaltung annehmen bzw. Ausführende werden. Und wir haben heute, wir haben Internet, wir leben in einer Informationsgesellschaft, in einer neuen Form der Aufklärung, wie wir sie in den letzten 100 Jahren nicht hatten und in der ganzen Menschheitsgeschichte. Jeder Bürger kann sich heute über jedes Thema ausgiebig informieren, er kann selbst zum Spezialisten werden. Jeder Bürger fängt an, eine Meinung zu bilden. Es kommt immer mehr zum Vorschein, deswegen bin ich auch der Meinung, dass so wenig überhaupt noch Wahlbeteiligung stattfindet, weil die Menschen immer mehr mitbekommen, was überhaupt stattfindet und natürlich sehen, dass da völlig gegen ihre Interessen gehandelt wird. Viele Politiker handeln nicht aus dem Interesse für die Bürger heraus, sondern Interesse der Lobbyisten, der Großkonzerne, des Großkapitalismus. Sie fühlen sich überhaupt nicht verstanden. Und so denke ich, müssen einfach Systeme neu entwickelt werden. Politisches System muss einfach auch mal vorangebracht werden. Wir haben ja ein demokratisches System, was in den letzten 50 Jahren oder auch in den letzten 200 Jahren kaum irgendwie weiterentwickelt wurde. Der Bürger muss ganz aktiv dort mit integriert werden. Wir brauchen ein neues politisches System, wo einfach jeder die Verantwortung mit übernehmen kann. Wir sind das Volk entscheidet und natürlich mit Verantwortung und natürlich auch mit Qualität. Also das heißt, aus der Masse heraus der informierten Bürger eine neue Form der Beteiligung, die aber auch gesetzlich verankert ist. Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne gleich zu dem Thema Wahlbeteiligung was sagen, weil sich das mit der Wahlbeteiligung leider etwas anders darstellt. Sie wissen das ja alle, bei der Landtagswahl in Brandenburg hatten wir unter 50% Wahlbeteiligung. Es lässt sich sehr deutlich zeigen, dass die niedrigsten Prozente der Wahlbeteiligung in Stadtgebieten, Vierteln und Regionen stattfand, wo es eine deutliche soziale Armut gibt und Schwierigkeiten gibt. Deswegen ist es auch gar kein Vorwurf hier nach Eberswalde, weil es ist eben einfach so, wenn es ein Viertel gibt, was sozial nicht sehr gut betucht ist, dann ist es im Moment in der ganzen Bundesrepublik so, dass dort die Wahlbeteiligung massiv nach unten geht. Das hat erstmal noch überhaupt nichts damit zu tun, wie zufrieden oder unzufrieden dort jemand mit der Politik ist. Ich war hier in Eberswalde und ich habe im Brandenburgischen Viertel, darum geht es, einige Interviews gemacht zur Frage, warum gehen die Bewohner des Brandenburgischen Viertels nicht wählen? Was meinen sie dazu? Da kamen Fragen von Politikferner natürlich dazu, aber es kam auch ganz klar von einigen, die leider in unserem Film nicht genannt werden wollen, die Aussage, dass einfach diejenigen, die sozial an einer so unteren Schwelle stehen, dass sie einfach schlicht mit ganz anderen Dingen zu tun haben, als sich mit dem Politischen auseinanderzusetzen und dass sie deswegen auch nicht mehr zur Wahl gehen. Das ist ein sehr trauriger Stand für unsere Demokratie, dass wir dazu kommen, aber ich glaube, es ist eine soziale Frage, die wir da lösen müssen, die schaffen wir weder mit der Bürgerbeteiligung noch mit der repräsentativen Demokratie ohne weiteres, wenn wir uns dem annähern. Was wir noch herausgefunden haben, ist, dass natürlich in Regionen, es gibt auch hier auch im Kreis Barnim, leider auch die Stadt mit der niedrigsten Wahlbeteiligung. Das hat aber nichts mit dem Barnim zu tun, sondern das hat was mit der Geschichte dieser Stadt zu tun. Also nicht mit dem Kreis und der Kreispolitik, sondern es hat was mit der Geschichte dieser Stadt zu tun. Das ist also die Stadt mit der niedrigsten Wahlbeteiligung in Brandenburg. Und dort war das sehr deutlich, dass die Menschen eigentlich tatsächlich den Eindruck vermittelt hat, dass Politik nicht über die Folgen ihres Handelns nachdenkt und dass dann die Bevölkerung in dem Ort irgendwie den Folgen einfach ausgeliefert ist. Ja, und sich deswegen, also sich da auch nicht mehr, also da sozusagen artikulieren kann und de facto eigentlich auch das auch sich in eine soziale Angst dann umwandelt, weil diejenigen, mit denen wir da sprechen konnten, waren meistens Menschen, die dort kleinere Läden hatten und sich eigentlich durchaus auch in der Stadt engagiert haben. Ich finde, die Wahlbeteiligung ist, wenn wir auf unsere Demokratie gucken, neben dem, dass natürlich es sowas gibt, wie Sie gesagt haben, dass man die Demokratie als auch etwas, wie war die Formulierung?
der Bequemen bezeichnen kann. Nichtsdestotrotz ist, wenn wir über Bürgerbeteiligungsprozesse sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie wir, wenn die Wahlbeteiligung schon nicht vorhanden ist an vielen Stellen, wie wir diese Bürgerbeteiligungsprozesse mit der repräsentativen Demokratie und zwar für alle verbinden. Weil auch das ist ja, wenn man jetzt in Hamburg direkte Demokratie macht, das dann immer noch mal besonders deutlich. Die Schulreform in Hamburg, wir wissen alle, dieses gescheiterte Volksbegehren, wenn man da genau hinguckt, diejenigen, die von der Schulreform profitieren sollten, sind überhaupt nicht zur Abstimmung gegangen. Ja, das sind natürlich eigentlich dramatische Situationen, wenn das entsteht. Ja. Also dass eigentlich diejenigen da sich nicht beteiligen, für die das eigentlich von Interesse gewesen wäre, möglicherweise diese Schulreform durchzuführen, sondern diejenigen, die fit sind, die haben sozusagen sich in der direkten Demokratie eingebracht. Und in der Bürgerbeteiligung, in der Komplexität, so wie wir sie heute haben und in dem Verfahren, was ich da gerade beschrieben habe, ist es auch so gewesen, bringen sich natürlich diejenigen ein, die das irgendwie bewältigen können, die irgendwie sich mit eben zwei Leitsordnern auseinandersetzen können. Und die sich die Zeit nicht haben, nehmen. Haben hatte sie keiner. Das sind Mütter und Väter von Familien mit drei kleinen Kindern gewesen, die da Tage, Wochen irgendwie investiert haben, Abende, Wochenenden und so weiter. Man muss sich auch die Zeit nehmen, das, also nicht nur die Zeit haben. Ja, wunderbar. Ich würde aber gerne mal auf Sie eingehen. Es ist so, wenn Sie jetzt, ich glaube, wir sind uns darüber einig, wenn wir mit der real existierenden Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland morgen den Parlamentarismus durch direkte Demokratie ersetzen, ist das Ergebnis wahrscheinlich nicht das, was wir uns in unserer Idealvorstellung wünschen würden. Ja, also direkte Demokratie ist dann in der Regel ein Ringen der Bildungsbürger mit den Populisten. Und die Marginalisierten, die Sie gerade so schön mal rausgearbeitet haben als Nichtwähler, werden auch bei direkter Demokratie nicht erfasst. Ja, also wer nicht wählen geht, geht gemeinhin auch nicht zu einer Volksabstimmung. Da gibt es eher nochmal ein Slash dazwischen. Was wir also brauchen, ich denke, da können wir uns wahrscheinlich finden, ist, dass wir den politischeren Bürger brauchen. Und der politischere Bürger muss das, so wie unsere Gesellschaft auch, ein Stück weit lernen, nicht weil er dumm ist, sondern weil er lernen muss, er hat Möglichkeiten, er muss die erfahren, er muss die austesten, auskosten und sich ein Stück weit dann auch zu einem bewusst fordernden Bürger entwickeln, der sagt, hier und da und dort fordere ich eine Beteiligungsform. Wenn sich daraus entwickelt tatsächlich auch eine direkte Demokratie und Elemente direkter Demokratie, zumindest ich persönlich völlig bei Ihnen. Ich würde mir gerne mehr direkte Demokratie wünschen. Und ich glaube auch, das sage ich jetzt mal mit so einem Blick auf die politische Heinrich-Böll-Stiftung, die ja eine Parteistiftung ist, auch eine Grüne, deshalb vielleicht ein bisschen andere als manch eine andere Parteistiftung, aber eine Stiftung, hinter der eine politische Partei steht, die auch von Wahlen lebt. Ich glaube, dass dann auch irgendwann unsere Politiker lernen, dass Volksabstimmungen ja nicht so wahnsinnig gefährlich sind, gefährlich im Sinne von unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten auseinanderreißen, was passieren kann. Also wer in der Schweiz das beobachtet, die berühmte Minarettabstimmung, da laborieren, also das ist jetzt ja ein Jahr her, glaube ich, ne? Also die Schweizer, denen ich gegenüber saß, die haben da jetzt noch dran rumlaboriert. Ja, das hat die Schweizer Zivilgesellschaft von all den Abstimmungen, die sie in den letzten 40 Jahren gemacht haben, am meisten zerrissen. Ja? Also direkte Demokratie ist nicht unbedingt zwangsläufig etwas, was, sage ich mal, gesellschaftlichen Frieden oder gesellschaftliche Zufriedenheit stiftet. Das ist auch eine Sache, die riskant sein kann. Und sie ist riskanter, je unerfahrener eine Gesellschaft mit diesen Maßnahmen ist. Ja, ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Ich denke, was Sie da jetzt angesprochen haben, ich als Kommunikationsdesigner sehe wirklich dort auch die
Probleme und vielleicht aber auch das Potenzial liegt in der Kommunikation. Wie wird Information an den Bürger herangetragen, wie wird Information ausgetauscht und wie findet die Kommunikation untereinander statt? Und heute haben wir halt nur die Möglichkeiten über die etablierten Medien, wir haben Zeit, wir haben die ganzen privaten Zeitungen, wir haben das öffentliche Rundfunk, aber wir wissen jetzt auch durch die alternativen Medien, jeder kann sich auch im Internet informieren, dass auch diese Medien interessengelenkt sind und jedes Medium hat ein bestimmtes Interesse, etwas zu kommunizieren, um den Bürgern eine bestimmte Richtung zu leiten. Und so können wir auch nur aus der Masse der Informationen und der Masse der Medien, die wir heutzutage nutzen können, uns eine Meinung bilden, nämlich aus der Masse der verschiedenen Informationen. Und so kann auch der einzelne Bürger zu einem informierten Bürger werden, der dann auch eine qualitativere Meinung hat, als jetzt nur von der öffentlichen Meinung gelenkt zu werden. Und jetzt auch nochmal, ich denke einfach, wenn der Bürger von der Politik, jetzt sagen wir mal, die Politiker wollen mehr Bürgerbeteiligung und wollen den Bürger fest in die Beteiligung verankern und würden jetzt eine Kampagne starten, auch mit gesetzlichen Bestimmungen, dass der Bürger jetzt zu einem Mitbestimmer wird, gesetzlich verankert. So wie eine Wahl alle 4 Jahre stattfindet, soll der Bürger jetzt zu jedem großen Thema mitwählen und mit seiner Meinung preisgeben. Und dann, denke ich, wird auch die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung und auch das Qualitätslevel immens in die Höhe steigen, weil der Bürger hält sich ja normalerweise an Gesetze und er fühlt sich somit auch eher motiviert, sich daran zu beteiligen. Dann schauen wir mal in die Schweiz. Die Schweiz hat eine große Tradition mit Volksabstimmungen und ähnlichen Verfahren. In der Schweiz müssen Sie in der Regel in einem Kanton meistens 4-mal im Jahr haben die Abstimmungssonntage. Da wird das dann immer geballt, weil natürlich der gemeine Bürger auch mal sonntags was anderes machen möchte als Volksabstimmung. Haben die dann immer so ein dickes Paket. In der Tat so, die Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die im Übrigen politisch ähnlich breit aufgestellt sind wie wir, ich würde mal dreist behaupten, der Durchschnittsschweizer ist etwas konservativer als der Durchschnittsdeutsche. Wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, also die dortige SVP, also sag ich mal SPD, Partnerpartei ist eher in Größenordnungen, die nochmal drunter sind, also dem, was die SPD so gerade erlebt. Die Grünen spielen nicht so wirklich eine ganz große Rolle, wobei da gibt es so eine grün-liberale Struktur, die ist auch ganz interessant. Aber es ist die Schweizer Politik ist im Grunde konservativ, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie sehr viel direkte Demokratie. Und in der direkten Demokratie gibt es ja nicht nur Betriebsunfälle wie bei dieser Minarettabstimmung, sondern in der Tat, das sagt einem auch jeder Schweizer Politiker, meistens ist das, was in der Volksabstimmung beschlossen wird, eigentlich schon auch das am Ende Klügere. Ja, also die sind sehr zufrieden mit ihrer Struktur. Aber es, wenn Sie sich anschauen, in der Schweiz politisch eher konservativer als bei uns. Ja? Also so ganz automatisch, sage ich jetzt mal, funktioniert das nicht, wenn Sie direkte Demokratie haben, dass dann plötzlich über Nacht der Bürger aufwacht und einen Demokratie-IQ entwickelt hat von 180. Ja, also ich bin völlig bei Ihnen, aber ich glaube, das ist ein Verfahren. Ich glaube, Gesellschaften müssen solche Prozesse miteinander lernen. Ja, das ist sehr wichtig und man muss dann immer wissen, will man sich dann wirklich auf des Volkes Willen in Form einer Mehrheitsabstimmung einlassen oder nicht? Wenn man das will, ich wüsste eine ganze Menge Themen hier in Deutschland, da hätte ich so meine Bauchschmerzen. Ja, und je nachdem, in welche Region ich komme, wieder NIMBY-Phänomen, also die Schweizer, wenn Sie sich mal angucken, bei der Frage Umgang mit Migranten, mit welchen die von außen kommen, sind nicht nur die Minarette. Also gehen Sie mal als Deutscher in die Schweiz arbeiten. Sie kommen sich wirklich vor wie so ein ungeliebter Arbeitsimmigrant. Ne? Ja, also ein Bekannter von mir ist in die Schweiz gezogen, Spitzenkraft, verdient 15.000 Schweizer Franken als Arzt an einem Krankenhaus. Der konnte ein Jahr, sein erstes Jahr, kriegt er kein Telefon. Mit der Begründung Arbeitsimmigranten wissen wir nicht, ob die Rechnung zahlen. Wir geben ihnen kein Telefon. Also die sind da schon sehr, sehr brutal unterwegs, streckenweise. Und ich nehme ein schönes Beispiel, wenn ich das noch ergänzen darf, weil Sie auch sagen, Qualität, wenn der Bürger gebildet ist, kann er alles entscheiden. So eine Frage wie die Griechenland-Kiste, mit der sich also auch viele Experten überfordert zeigen und ich mich auch, mal ebenso schnell über eine Volksabstimmung entscheiden zu lassen. A, wage ich zu prognostizieren, wie die ausgeht. Und B, weiß ich nicht, es kann ja die klügere Entscheidung sein. Hätte auch sein können, wer hätte diese Entscheidung schon lang treffen sollen. Aber das sind Themen in einer Komplexität, wo Sie nicht einfach nur so, dadurch, dass es jetzt ein Abstimmungsverfahren gibt, voraussetzen können, dass das dann auch wirklich in einer seriösen Art und Weise passiert. Und nochmal die Ergänzung, große Teile der Bevölkerung, die mit den Wahlen schon Schwierigkeiten haben, erreichen sie über direkte Demokratie nicht. Ich bleibe dabei, wir alle zusammen
politisch Verantwortliche, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger, wir müssen das gemeinsam lernen, diese Politisierung. Also ich würde darum bitten, dass Sie das Mikrofon jetzt weitergeben, auch wenn Sie sich gerade noch mal gemeldet haben, aber das eben auch, Sie waren auch noch dran. Also hier vorne war eine Wortmeldung und dann Herr Popkin. Es tut mir jetzt leid. Also. Ja, guten Abend, mein Name ist Jana Jono. Ich fand den Vortrag sehr interessant. Ich habe mich da ehrlich gesagt sehr wiedergefunden. Ich habe auch das Gefühl, also ich zähle mich zu den Bürgern, die das Gefühl haben, dass wir in einer Demokratiekrise stecken. Nach Ihrem Vortrag müsste ich jetzt sagen, einer parlamentarischen Demokratiekrise, weil eben ich auch sehe, dass viele Leute sich parallel zu dem bestehenden System quasi neu organisieren und aktiv werden. Und das ist ja für mich ein Demokrat. Die Frage haben Sie eingangs gestellt. Und ich dachte mir so, Demokrat ist jemand, der sich in der Gruppe zusammenfindet, der die bestimmte Interessen sozusagen verfolgen und umsetzen wollen für sich. Also ich würde auch sagen, Demokratiekrise ja, aber eben nicht, eigentlich nicht gänzlich. Wir haben den aktiven Bürger, beziehungsweise wir können Bürger aktivieren. Das hatten Sie auch schon dargestellt, würde ich gar nicht näher darauf eingehen. Ich würde mich eigentlich lieber nochmal Frau Thunicke anschließen und würde sagen, also mir ist es ein bisschen zu einfach, nur von dem Bürger zu sprechen. Das ist eine ganz differenzierte, sage ich mal, Personengruppe. Und man kann einem Bürger, also man kann nicht jedem Bürger sozusagen die Fähigkeit abverlangen, jetzt ad hoc aktiv zu werden. Und einfach, weil es teilweise die Lebenssituation nicht hergibt, teilweise, weil bestimmte Sachen, Mündigkeit muss auch erlernt werden. Und das, wer, also wie schafft man das? Und auf der anderen Seite, was hier indirekt angeklungen ist, aber eher immer so von der kritischen Seite, was aber auch mal offen genannt werden muss, ist, dass auch, sage ich mal, Institutionen, wie aus der Wirtschaft, wie aus der Politik, wie sozusagen aus der Kommune jetzt in diesem Fall, Verwaltung, die funktionieren nach bestimmten Strukturen, strukturellen Vorgaben. Geben diese Strukturen überhaupt eine Bürgerbeteiligung her? Oder muss man die ändern oder zum Teil ändern, um überhaupt das leisten zu können, was sie vorschlagen? Eberswalde haben wir jetzt gehört, die Stadt geht ja den Schritt, indem sie halt sagt, Bürgerbudget. Aber wie viel Spielraum hat eine Stadt an sich, wenn sie sozusagen einem größeren Verwaltungssystem unterliegt, was einfach an Grenzen stößt? Und da kann man natürlich leicht mit Vorwürfen kommen, aber was ist, wenn diese Grenzen das eigentlich gar nicht hergeben, was wir da idealistischerweise uns gerne alle wünschen? Danke. Eine ganz kurze Geschichte und einen Vorschlag. Und vorher ein Appell. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland ein BBG. Also das Bürgerliche Gesetzbuch, brauchen wir ein Bürgerbeteiligungsgesetz. Ja, ein Bürgerbeteiligung, das glaube ich wohl, aber Sie müssen mir mehr nicht glauben, wir können es ja genau auseinandersetzen. Und da kommen wir nämlich dann auch gleich noch, Entschuldigung, zu dem Vorschlag. Ich glaube, dass wir tatsächlich die Beteiligungsorientierung als Wert an sich bisher nicht kennen, in unseren Verwaltungsverfahren, in unseren Strukturen, die Sie gerade erwähnt haben und anderswo. Und vor allen Dingen auch nicht in unserem Bildungssystem. Das ist der Vorschlag, den ich zu machen habe. Unser Schulsystem ist in seiner ganzen Struktur, in seiner ganzen Angelegenheit etwas, was aus dem vorletzten Jahrhundert stammt. Wir haben die Lehrpläne entrümpelt, immer mal wieder mit mehr oder weniger Geschick. Dann packen wir sie wieder mit anderen Sachen zu. Dann muten wir den Lehrern zu, erzieherische Tätigkeiten zu machen, was früher in den Familien stattfand. Also ich will nicht behaupten, unsere Lehrer hätten einen leichten Job. Aber in unseren Schulen findet Demokratieerziehung und Partizipation schlicht nicht statt. Ja? Also selbst zu meinen Schülerzeiten, und ich gebe gerne zu, liegen noch eine ganze Weile zurück, war auch die Frage einer Schülervertretung eine wesentlich politischere, als sie heute ist. Heute konzentrieren sich viele Schülervertretungen auf das Organisieren von Klassenfesten und Abschlussfeiern, für die sie dann Geld einsammeln und beteiligen. Also die Frage des Beteiligen, des Sich-Einbringens, des etwas Hinterfragens und dann aber auch in eine Wirksamkeit mündet. Ich meine, Hinterfragen lernt man heute. Moderne Lehrer regen Schüler durchaus dazu an, sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen. Nur das hat keine Relevanz. Das ist irgendwie ein völlig relevanzfreier Raum, die Schule.
Ja? Und ich denke, dass die Organisation von Schule selbst, aber auch aus der Schule heraus, die Beteiligung, deshalb fand ich das übrigens gut, dass die Schüler mit all ihrer Leidenskraft da an diesem Samstag dabei waren, auch wenn sie dann völlig zu Recht Dinge kritisiert haben, aber ohne die Schüler wäre das nicht kritisiert worden. Es war wichtig, dass die da waren. Also dass im schulischen Kontext da die Beteiligung losgeht, das sind junge Menschen, wenn die da nicht lernen, dass Demokratie einen Wert an sich hat, auch wenn sie vielleicht nicht genau das produziert, was da oben gerne gewünscht wird, wie sollen sie es dann später können? Im Übrigen ist es tatsächlich so, das haben Sie bestimmt festgestellt bei Ihrer Wahlfrage, wenn nicht, es gibt inzwischen eine ganze Menge Menschen, die einfach nicht wählen können, weil sie nicht wissen, wie es geht. Die sind damit völlig überfordert, in dieses Wahllokal zu gehen, weil sie nicht wissen, was sie da erwartet. Und ihre bisherigen Erlebnisse mit Bürokratie und öffentlicher Verwaltung waren nicht so, dass sie Vertrauen haben beim Betreten eines Wahllokals. Also das hat auch sehr viel damit zu tun. Die Argumentation gibt das. Und jetzt noch eine ganz letzte Geschichte, weil das gerade auch nochmal aufpoppte. Die Frage Zielgruppe, wer wird beteiligt, kann man jeden beteiligen und so weiter. Es gibt eine wunderschöne Geschichte aus New York. Ich glaube, es ist die Bronx gewesen. Da war so eine Stadtteil, so ein Stadtteilbürgermeister vergleichbar, der ist auf die Idee gekommen, die Obdachlosen bei der Frage zu beteiligen, was können wir euch anbieten, dass ihr uns im Winter nicht ständig erfriert. Der hat ein Beteiligungsverfahren mit denen gemacht und das hat funktioniert. Ja? Also ich sehe da nicht irgendwie einen IQ oder einen Schulabschluss oder eine politische Erfahrungswert, die als Mindestlevel, als Numerus Clausus für Beteiligungsverfahren gilt, das geht mit jedem, sofern man sich auf die Zielgruppe einlässt. Das ist natürlich das Elementare dabei. Würden Sie das Mikro einfach überreichen zu Gerd Popin? Ja, also die Diskussion ist ein Stück weitergegangen. Ich wollte noch einmal anknüpfen an das, was Sie gesagt haben, mit der Beteiligung in Berlin der 80er Jahre, als die AL, also Vorläufer von den Grünen, gegründet wurde, da lief auch sehr vieles über die Vollversammlung, wo alles abgestimmt wurde. Die AfD macht das jetzt auch wieder, die Piraten haben es probiert. Es führt dazu, dass also in Phasen der Euphorie und der Hochstimmung alle da sind und das ist etwas, was man nicht durchhalten kann. Und wenn sich dann, das ist genauso wie bei den Bürgerbeteiligungen, am Anfang sind es ein paar wenige, dann sind es ganz viele und dann verläuft sich das wieder. Und das führt dann dazu, dass am Ende in solchen Vollversammlungen oder in solchen Entscheidungsprozessen, wenn ich das mal verallgemeinern will, Minderheiten sich durchsetzen. Und das ist das große Risiko. Das haben wir auch in Hamburg gesehen, wo nachher sozusagen die Gebildeten, einfach weil sie sich besser organisieren, weil sie ein gezieltes Interesse haben, sich durchsetzen und die anderen das Nachsehen haben. Das ist das große Risiko bei solchen Formen der direkten Demokratie. Es gibt aber auch eine andere Seite. Es gibt die Seite des Populismus, also wo Entscheidungsfragen auf sehr einfache Weise reduziert werden, auf ein Ja und Nein, was eigentlich auch nur entscheidbar ist, in solchen Formen. Und das führt dann zu plebiszitären Elementen, die von Mediengruppen angestachelt werden, die von autokratischen Herrschernfiguren ausgenutzt werden können. Und das sind Entwicklungen, die wir auch nicht haben. Und da ich aus Bayern ursprünglich komme, will ich noch ein Beispiel geben. Bayern ist das einzige Land fast, was immer eine CSU-Herrschaft gehabt hat. Und das geht einher damit, dass Bayern auch immer Volksabstimmungen gehabt hat. Und ich behaupte, da gibt es einen Zusammenhang. Dampf rauslassen und dann weiter regieren. Also ich setze da auch wirklich eher auf die parlamentarische Demokratie und auf die Verantwortung der Abgeordneten und die müssen sich dann rechtfertigen. Diejenigen, die Volksabstimmungen machen, müssen sich ja für ihre Entscheidungen nicht rechtfertigen. Die müssen ja nicht dafür einstehen. Was dabei rauskommt, sehen wir auch beim Internet, wenn anonym die Meinung abgelassen wird. Also wenn man nicht für das, was man sagt und was man tut, einstehen muss, was dabei rauskommt. Also wenn man Volksabstimmungen machen wollte, dann bitte auch mit Namen und Unterschrift. Also das passiert ja beim Volksbegehren,
aber nicht mehr bei der Volksabstimmung. Also nochmal so, es würde natürlich nicht gehen, aber nochmal so als Modell zum Nachdenken. Und dann würde ich noch gerne einen Begriff einführen, der noch nicht gefallen ist. Als Sie am Anfang gefragt haben, wer ist Demokrat, wenn hier Immanuel Kant gesessen hätte, dann hätte er gesagt, er ist kein Demokrat, er ist Republikaner. Das hat er mal so geäußert und er hat das abgegrenzt. Und er sagt eben, mit Demokratie kann man auch eine Diktatur installieren. Und der hatte die Erfahrung der Französischen Revolution. Wir haben andere Erfahrungen. Und er sagt, also, und er definiert den Republikaner, der einsteht für die öffentliche Sache. Und da ist sozusagen ein Wertegerüst auch. Und da ist eine Verpflichtung vor allem auf den Rechtsstaat. Und wir sehen eben auch, dass Demokratien nicht funktionieren, wenn sie nicht einen starken Rechtsstaat haben. Und deswegen also müsste man alles, was man in diese Richtung macht, daraufhin abklopfen. Rechtsstaat heißt auch immer, dass die Rechte von Minderheiten geschützt werden, aber nicht, dass Minderheiten am Ende bestimmen, wo es lang gehen soll. Und das kriegen wir nur hin, dass eine Selbstverpflichtung auf, ja, was eben im Grundgesetz heißt, eine wertegerichtete Demokratie. Ich muss nicht alles kommentieren, was gesagt wird. Die Frage habe ich jetzt nicht gehört. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Marlene Blumann, ich bin nur zu Besuch hier, ich kenne Eberswalde gar nicht genau. Ich dachte nur die ganze Zeit darüber nach, ob es irgendwie einen Rat, einen Vorschlag gibt, wie wir zukünftig damit umgehen können, dass wir mündigere Bürger kriegen. Wo fängt man an? Im Kindergarten oder fängt man an der Uni an, weil das die zukünftigen Eltern sind? Wo könnte man was mitnehmen, was weiterzugeben wäre, damit sich da etwas entwickeln kann? Ja, in der Bildung. In der Bildung. Unsere Bildung in Deutschland, jetzt gucke ich den Uni-Präsidenten an, wir hatten vorher so eine kurze Frage, wie viel Demokratie gibt es an einer Universität? Ob das Kindergarten ist, ob das Schule ist, im Bildungsbereich, wo Kinder eine Chance haben zu lernen, wenn ich mich auseinandersetze, auch mit Argumenten, mit dem Wägen, mit der Qualität von Auseinandersetzung, dann habe ich eine Chance, was zu erreichen. Das muss ich leider sagen, sind heute im Bereich des Kindergartens, ist man manchmal weiter, als man nachher in der Schule ist. Also das gehört zum Curriculum von Erzieherinnen, Demokratieerziehung, das heißt nur nicht so. Sondern Interessensausgleich zwischen Kindern. Also sie finden manchmal ganz spannende Debatten, wenn es einen Streit gibt im Kindergarten zwischen Erzieherinnen und den zwei, drei Beteiligten. Ne? In der Schule hört das aber gemeinhin auf. Ja? Also ich wüsste jetzt nicht, wo viel Partizipation von Schülern stattfindet im schulischen Kontext. Es hat, das hätte sich jetzt irgendwie in den letzten 3 Jahren fundamental geändert oder Brandenburg sei die Insel der Seligen. Also ich bin auch vierfacher Vater, meine Jüngste geht noch in die Schule. Da finde ich immens wenig Partizipationsinteresse auch seitens der Schulverwaltung und der Strukturen. Und wir hatten es gerade davon, Partizipation, Demokratie, mündig sein, wertschätzen in dem Prozess, den Begriff hatten wir, glaube ich, noch gar nicht eingeführt, sich auseinanderzusetzen mit Menschen, dazu gehört auch eine grundsätzliche Wertschätzung, auch wenn der andere eine andere Meinung hat, sonst funktioniert keine Auseinandersetzung, sonst ist das Austauschen von Statements oder sich anbrüllen oder ähnliches. Das alles sind Dinge, die man praktizieren muss, learning by doing, die muss man tun, damit man es lernt. Das kann man nicht lesen, das kann man sich nicht im stillen Kämmerlein überlegen, das muss man tun. Und ich glaube, da können wir in unserer Bildungsarbeit in Deutschland sehr, sehr viel machen. Und der nächste Schritt ist dann die Kommune und die kleine Einheit. Und da muss ich sagen, nicht nur Sie jetzt, sondern viele, viele Bürgermeister, gerade auch von kleineren und mittleren Kommunen, machen sich da sehr viele Gedanken drum und versuchen sehr viel. Also das ist, Sie haben jetzt eine bestimmte Form des Bürgerhaushalts, anderswo wird das ganz anders gemacht, aber es wird gemacht. Da passiert sehr viel und da sind auch viele Bürgermeister, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, sehr geduldig, stelle ich fest. Also die sind da Treiber, die machen das auch nochmal und nochmal und wenn das auch am Anfang noch nicht so richtig funktioniert, macht man es doch. Und das ist richtig. Und
wenn da die Bildung und die Kommune, im Übrigen in der Schweiz, die direkte Demokratie basiert auch auf den kommunalen Entscheidungen. Das wird auf der kommunalen Ebene. Also Sie können als Bürgermeister in der Schweiz keine einzige Investition tätigen, ohne eine Mehrheit Ihrer Bürgerinnen und Bürger. Kriegen Sie nicht durch, weil Sie müssen ja für die Investitionen heute auch in der Schweiz, trotz aller Banken, müssen Sie als Kommune einen Kredit aufnehmen, wenn Sie was investieren wollen. Und Kreditaufnahme ist etwas, das geht nur über die Bürgerinnen und Bürgerzustimmung. Ja, also die Frage, dort zum Beispiel Kindergarten oder Schule bauen oder Straße oder Sportplatz, ist etwas, das können Sie da gar nicht alleine für sich entscheiden. Das müssen Sie dann mit den Bürgerinnen und Bürgern machen. Das ist die Kommune, die kleine Einheit, denn da sind Themen auch überschaubar. Da kann man sie auch verstehen, trotz der Komplexität im Planungsverfahren, ich gucke sie da hinten an, ist das immer noch eine andere Dimension als ein Brexit und eine Bankenkrise. Ja? Also das sind die beiden Ansätze, glaube ich, die da zentral sind. Bildungsarbeit und auf der kommunalen Ebene. Bevor wir zum Schluss kommen, die Frage der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die kann man natürlich auch in der Kommune stellen. Und ob Kommunen sich da also stärker engagieren. Ich weiß, dass es in Schleswig-Holstein zumindest ist es vorgesehen, dass Kinder- und Jugendbeteiligung verpflichtend für Kommunen ist. Und da passieren zum Teil auch ganz spannende Geschichten. Also wir hatten eine Veranstaltung gemacht und wir hatten jemanden aus Schleswig-Holstein eingeladen, der darüber berichtet hat, wie er sozusagen in seiner Kommune auch als Bürgermeister Beteiligung von Kindern und Jugendlichen organisiert hat. Und ich denke, das soll man auch nicht verkennen, dass wir sozusagen auf allen Ebenen irgendwie das letztlich versuchen müssen, irgendwie sehr früh zu starten. Und der Bürgermeister aus Schleswig-Holstein, der hat dann mal, als er damit angefangen hat, er mal eine Sprechstunde für Kinder und Jugendliche im Freibad abgehalten. Das ist bestimmt eine außergewöhnliche Sache und ist sehr öffentlichkeitswirksam, für ihn bestimmt auch gewesen, war aber natürlich auch für die Kinder und Jugendlichen überhaupt, also auch mal eine Möglichkeit des Einstiegs. Ja. Vielleicht muss man auch immer wieder auf neue Ideen kommen, ungewöhnliche Sachen ausprobieren. Vielleicht braucht man auch nicht unbedingt die verpflichtende Regelung in der Kommunalverfassung, dass das jetzt gemacht werden muss. Vielleicht reicht auch, wenn sich die Ideen durch positive Beispiele einfach weiter rumsprechen. Also wir hatten gerade uns verständigt, es ist kurz vor 9, wir wollen langsam zum Schluss kommen und das war jetzt schon mein Schlusswort, also auch ein Plädoyer für weitere Beteiligung. Ich gebe jetzt an den Pierre Ebisch weiter, der auch nochmal kommentiert. Ja, zum Abschluss vielleicht nur nochmal die Erinnerung. Unsere Einladung lautete, beteiligt euch. Wir haben gewusst und natürlich jetzt auch noch einmal mehr gesehen, so einfach ist es nicht, die Menschen nur aufzurufen. Es geht darum, sie zu ermächtigen, sich beteiligen zu können. Thema Beteiligungsgerechtigkeit ist ein großes. Von den Ideen, die heute geäußert wurden, gefiel mir das des Bürgerbeteiligungsgesetzes sehr gut, dass man tatsächlich versucht, über eine Governance andere Rahmenbedingungen zu schaffen, in sehr breitem Maße tatsächlich auch diese Politisierung der Gesellschaft zu befördern. Und da ist mir aber noch nicht ganz klar natürlich, wie das mehrheitsfähig wird. Politisierung ist etwas, um das wir uns alle bemühen, letztlich auch mit dieser Veranstaltung, die natürlich den kleinen Makel hat, dass wir diejenigen aufrufen, sich zu beteiligen, die sich ohnehin eher beteiligen, und versuchen, die zu politisieren, die politisiert sind. Das heißt, vollkommen klar, wie kommt man raus aus der Box? Wir sind schon mal aus einer Box raus, aus der Hochschulblase, wie manchmal die Studierenden das nennen, sozusagen, auch jetzt räumlich hier mal in die Stadt, das finde ich wichtig, aber ich glaube, wir müssen noch da auch nachdenken, wie wir auch als Gemeinschaft, als Eberswalder Nachhaltigkeitsgesellschaft das ein bisschen weiter raustragen können, Beteiligung als Querschnittsthema, damit wir viele Probleme lösen können, die gar nicht alle mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und ich komme nochmal zurück zu meinen Anfangsfragen, die ich nicht beantwortet sehe und ich selbst auch nicht beantworten kann. Diese ganz schwierigen Dinge, Jürgen Peters hat gesagt, Komplex, Sanierungsbeirat, du hast gesagt, naja, Grexit ist ein bisschen komplexer im Vergleich. Aber wir haben ja beides letztlich zu bewältigen gleichzeitig und so viel mehr. Da bin ich ganz ratlos. Klar, es geht nur über mehr Informationen. Da bin ich eher pessimistischer im Vergleich jetzt zu dem
Sprecher hinten, der meint, wir haben diese Masse an Informationen, jeder kann sich informieren. Das ist in der Tat großartig, ich genieße das auch und nutze das, aber ich sehe nicht, dass die Masse das kann. Und auch da geht es wieder um Ermächtigung und letztlich ja wohl doch dann den Bildungsauftrag, das denke ich auch, der früh anfängt und in der Hochschule nicht aufhört. Das nehmen wir nochmal mit. Danke, Jörg, für den schönen Beitrag und die anregende Diskussion. Ja, ich werde, wenn ich darf, nein, ja. Ich werde nicht nochmal kommentieren. Ich bin aber gerne noch ein bisschen da. Ich weiß nicht, ob wir hier rausfliegen, um die ein oder andere Diskussion weiterzuführen im kleinen Kreis, weil ich glaube, da gibt es noch den ein oder anderen Bedarf. Und der Diskurs an sich ist mir immer wert. Ich würde gerne mit einem Zitat eines großen deutschen Dichters, der nämlich schon vor vielen, vielen, vielen Jahren etwas gesagt oder besser geschrieben hat, was, denke ich, eigentlich ein flammender Appell für die Beteiligung ist, so wie ich sie verstehe, nämlich der große deutsche Dichter Schiller hat einmal geschrieben, man soll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muss untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet. Und ich glaube, Bürgerbeteiligung in moderner Form ist eine Antwort auf dieses Zitat. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sie haben das Angebot gehört, dass Herr Sommer gerne noch zum Gespräch bereit ist. Die nächsten beiden Nachhaltigkeitsgesellschaften sind schon terminiert auf Oktober und Dezember. Wir freuen uns, Sie wiederzusehen. Wir werden rechtzeitig einladen. Ich habe noch eine kleine Bitte beim Rausgehen. Wer sich noch nicht in die Teilnahmeliste eingetragen hat, möge das bitte jetzt tun. Das ist eine kleine lästige Verpflichtung, die wir als Stiftung haben, dass wir eben auch nachweisen müssen, dass Sie bei uns gewesen sind. Es gab Beteiligung und es ist nicht erfunden. Die Veranstaltung hat stattgefunden. Vielen Dank. Einen schönen Heimweg.